Sie sehen das dann auch. Sie sehen auf Ihren Zoom-Programmen, auf Ihrem Bildschirm sehen Sie, dass da eine Aufzeichnung läuft. Ja? Dann einen wunderschönen guten Abend. Wir beginnen heute unsere Konferenz mit dem Thema Hoshamadyan, Rekonstruktion des Verlorenen, Identität und Zukunft. Ich möchte hier noch erwähnen, dass diese Konferenz und dieser Vortrag findet im Rahmen der Deutsch-Armenischen Kulturtage in Berlin statt. Und die Kulturtage wird vom Bezirksbürgermeister Berlin-Lichtenberg, Herrn Michael Grunst, geschirmt. Und ich bedanke mich ganz herzlich unseren Unterstützern, insbesondere dem Bezirksamt Berlin-Lichtenberg, Amt für Kunst und Kultur. Mein Dank geht speziell an Frau Dr. Goksch, weil sie in Rat und Tat uns jedes Mal in diesen Kulturtagen sehr hilft und unterstützt. Mein Dank geht auch an Herrn Professor Dr. Martin Petzold, der uns auch in inhaltlichen, aber auch in formellen Sachen sehr hilfreich ist. Mein Dank auch geht an die anderen Unterstützerinnen und Unterstützer, aber auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute hier anwesend sind. Und bevor ich das Wort an Herrn Dr. Petzold gebe, er wollte sich ein Grußwort hier richten an uns. Ich möchte unsere Rednerin, Frau Professor Dr. Elke Hartmann, kurz vorstellen und dann an Sie übergehen, Herr Professor Petzold. Also die Referentin, Frau Professor Dr. Elke Hartmann, ist in einer armenisch-deutschen Familie geboren, hat als Professorin für Türkologie, osmanische Geschichte, Islamwissenschaft und armenische Studien an der Freien Universität Berlin, aber auch an der katholischen Péter Pázmány Universität Budapest, Bamberg und Hamburg unterrichtet und forscht derzeit im Rahmen des Schwerpunktprogrammes Transottomanika der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie hat Geschichte, ost- und südeuropäische Geschichte und Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin studiert und wurde dort mit einer Arbeit zur Wehrpflicht im Osmanischen Reich promoviert. Ihre Habilitation an der katholischen Péter-Rajmani-Universität Budapest beschäftigt sich mit armenischem Leben und autobiografischem Schreiben im Osmanischen Reich. 2010 gründete sie gemeinsam mit Vahet Ashyan, mit ihrem Ehemann, das Projekt Hoshamadyan. Und 2016 gründeten sie gemeinsam mit Balint Kovac den Lehrstuhl für armenische Studien an der PPKE Budapest. Das ist diese katholische Péter-Pázmány-Universität. So viel über unsere Rednerin, kurz und bündig. Und ich wünsche uns heute einen sehr interessanten Abend und übergebe das Wort an Herrn Professor Dr. Martin Petzold. Lieber Mikhail Minasyan, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Professorin Hartmann, ich freue mich, dass ich Sie auch in diesem Rahmen digital kennenlernen kann, weil ich ja schon zahlreiche interessante Informationen über Mikhail Minasyan von Ihnen in den letzten Jahren immer wieder auch weitergeleitet und damit zur Kenntnis bekommen habe. Und daher ist dieses Format ja auch schön. Man sieht ja, dass es eine geografische Distanz aktuell gibt, aber im digitalen gibt es jetzt auch die Möglichkeit, solche Veranstaltungen zu organisieren. Diese Tradition, die es ja mit den deutsch-armenischen Kulturtagen seit vielen Jahren gibt, ist schön, dass wir sie jetzt auch in diesem Jahr wieder digital durchführen können, nachdem sie im letzten Jahr Corona-bedingt, bedingt durch den Beginn der Pandemie in der Form nicht stattfinden konnte. Hat auch damit zu tun, dass das Bezirksamt Lichtenberg hier immer in großer Weise unterstützt hat. Ich möchte da ganz explizit den Bezirksbürgermeister Michael Kunst, auch wenn von einer anderen Partei, aber an dieser Stelle immer unterstützend erwähnen.
genauso wie ich Frau Dr. Katrin Boksch als zuständige Fachbereichsleiterin hier auch nennen möchte und meinen Dank verbinde dafür, dass sie immer wieder auch ein offenes Ohr für die Armenier, für ihre Geschichte, für das, was sie auch einbringen bei uns in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt. Und das kann Frau Professorin Hartmann ja noch viel besser historisch herleiten, welche armenische Identität auch wie gewirkt hat und welchen Einfluss das auch auf unsere europäische Kultur hatte. Deswegen, lieber Michael, euch herzlichen Dank, dass ihr Brücken baut, auch mit diesem Format heute. Brücken baut in einer Zeit, die für Armenien und für die ganze Welt ja herausfordernd war und für Armenien im Besonderen im letzten Jahr mit vielen, vielen historischen Entwicklungen, die natürlich die Seele des Volkes und letztendlich viele Menschenleben auch stark berührt hat. Umso mehr ist es auch von Bedeutung, an die Geschichte, an die Identität zu erinnern, weil die natürlich Hoffnung auf eine bessere Zukunft und Perspektive gibt. Und wenn man sieht, was Armenier auch in der Bundesrepublik Deutschland geleistet haben, und dazu gehört euer Verein, lieber Michael, und ganz viele von euch, die sich hier auch engagieren, von Kunst, Kultur, ein prominenter Boxer und viele andere Armenier haben ja hier bleibende Spuren hinterlassen. Es ist auch schön, dass gerade im kulturellen Bereich durch die deutsch-armenischen Kulturtage hier auch eben besondere Schwerpunkte in Lichtenberg gesetzt werden. Es gibt eine wunderschöne Ausstellung von Archie Gallens, die, glaube ich, nicht so richtig vor Ort besucht werden kann, aber zumindest digital abgebildet wird. Das ist alles in der jetzigen Zeit schade, dass man sich nicht begegnen kann, dass man solche Ausstellungen auch mit jemandem wie Archie Gallens, der das natürlich auch mit sehr viel Leidenschaft dann vermittelt, nicht persönlich begegnen kann. Aber es ist schön, dass wir eben in diesem Rahmen es geschafft haben, auch diese Kulturtage durchzuführen, lieber Michael. Das liegt an dir und an dem ganzen Vorstand von deinem Verein, die dafür mit viel Engagement gekämpft haben. Es liegt auch daran, dass das Bezirksamt Lichtenberg, Frau Dr. Goksch, dort, glaube ich, immer wieder auch Brücken gebaut hat an der Stelle, dass das möglich wird. Deswegen habe ich gesagt, ich will unbedingt auch eine halbe Stunde die Möglichkeit haben, Frau Professorin Hartmann ihrem Vortrag zu lauschen. Würde mich dann aber, wie das immer so ist in diesen Zeiten, ich befinde mich auch voll im Wahlkampfjahr, das muss man so deutlich sagen, dann irgendwann die nächste Videokonferenz verabschieden, wie das heutzutage der Standard ist. Aber ich finde es toll, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Und wenn man sieht, dass man hier so die Möglichkeit hat, in so einem klaren Rahmen Ihnen auch Fragen zu stellen und damit ja auch einen eigenen Erkenntnisgewinn aus dieser Veranstaltung zu nehmen, ist es, glaube ich, ein tolles Format. Und wenn es dann noch bei YouTube und im Internet, in den sozialen Medien danach geteilt wird, dann werden, glaube ich, auch das, was Sie heute uns vermitteln, auch dazu beitragen, noch mehr an Informationen und Fakten auch über die armenische Identität zu streuen. Darauf freue ich mich und herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, lieber Martin. Wie immer hast du auch meine Rolle zum Teil übernommen, indem du erwähnt hast, wie unsere Kulturtage dieses Jahr wir betitelt haben, ja, armenische Identität und ihre Wurzeln. Und das haben wir auch mit der Absicht gemacht, weil Armenien heute sehr schwere Zeiten erlebt. Und das Einzige, was uns an der Stange hält, so schlicht deutsch gesagt, ist unsere Identität. Und besser als Frau Professorin Dr. Hartmann hat noch keine dieser Identität ergründen und so in die Tagesordnung bringen können, als sie. Keiner. Mit Husham Adyan und mit Forschungen, dass sie aus dem Westarmenien herbeigeführt hatte. Also, Frau Professorin, Sie sind jetzt dran und ich wünsche Ihnen einen sehr erfolgreichen und wunderschönen Vortrag. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung hierher. Danke für die freundliche Einführung. Danke für das Grußwort auch. Und ich würde sagen, ich gehe gleich in medias res nach ein, zwei einleitenden Bemerkungen auch noch meinerseits. Mit Archie Gallens, der jetzt die Ausstellung kuratiert hat, die man in erster Linie wahrscheinlich online sehen kann. Aber ich hatte den Eindruck, man könnte auch zumindest ein, zwei Personen immer gleichzeitig irgendwie auch das in Präsenz sehen. Jedenfalls verbindet mich mit Archie Gallens inzwischen, kann ich sagen, eine jahrzehntelange Freundschaft. Und Austausch und das ist so ein bisschen auch der Hintergrund mit Michael Minasyan, eine nicht ganz so lange Bekanntschaft, aber immerhin auch schon.
Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich diese Veranstaltung zugesagt habe. Der zweite Hintergrund ist, dass es natürlich für mich immer wieder reizvoll ist, auch jenseits akademischer Veranstaltungen in einem breiteren, also vor einem anderen Publikum als einem akademischen zu sprechen. Und dieses Projekt, was ich heute vorstellen möchte und auch das, was ich heute zu sagen habe, ist nicht in erster Linie akademisch, sondern es ist ein, ich würde mal sagen, ein lautes Nachdenken über die Fragen, die die meisten Armenier heute beschäftigen, eigentlich immer beschäftigen, aber heute angesichts der aktuellen Ereignisse und Entwicklungen nochmal umso mehr beschäftigen, vor dem Hintergrund meiner persönlichen Situation, dass ich eben nun mal die Historikerin bin, die ich bin. Das heißt, vor dem Hintergrund historischer Forschung. Es ist der Versuch, Forschung, die wir machen, zu übertragen und fruchtbar zu machen für eine gemeinsame Reflexion. Historische Forschung, vielleicht darf ich auch das noch vorweg schicken, steht ja nicht im luftleeren Raum und man kann natürlich Forschung betreiben aus einer menschlichen Grundeigenschaft heraus, nämlich der Neugier. Also, dass man sozusagen grundsätzlich neugierig ist und Sachen einfach wissen möchte. Aber jenseits dieser Neugier gibt es dann eben auch noch andere Motivationen, warum man sich mit bestimmten Dingen und Feldern beschäftigt. Und bei den Naturwissenschaften oder auch bei den humanen oder Lebenswissenschaften wie jetzt der Medizin, da liegt natürlich der Nutzen unmittelbar auf der Hand. Warum beschäftigt man sich mit Medizin, um die Krankheiten zu heilen? Wir sehen es ja jetzt gerade jetzt in unserer Zeit, in der Pandemiezeit. Für die Geschichte mag gerade in Krisenzeiten es nicht unmittelbar einleuchten, warum man jetzt sich mit Geschichte beschäftigen muss, warum man auch zum Beispiel öffentliche Gelder dafür ausgeben soll, um Historiker und Historikerinnen zu bezahlen und auch ganz natürlich sehr spezialisierte Forschungen machen zu können. Und da ist es eben so, dass auch die Geschichte eigentlich einen Nutzen hat für das Leben, was wir leben. Denn wir sind nicht Körper allein, wir sind auch Geist, wir sind Kultur als Menschen und Menschen neigen dazu, sich orientieren zu wollen, Orientierung zu suchen. Und die Orientierung für die Gegenwart nimmt man unter anderem aus der Vergangenheit. Also die Geschichte sieht aus wie ein Fach oder wie eine Beschäftigung, die nach rückwärts gewandt ist. Das ist sie aber nicht in ihrem, also das ist sie in ihrer Blickrichtung, aber in ihrem Ansinnen ist sie eine nach vorwärts gewandte Wissenschaft. Auf der Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft ist die Geschichte die Wissenschaft, die sagt, wir holen uns unseren Orientierungsrahmen, wir holen uns Anleitung für die Gegenwart und auch für die Zukunft, unter anderem aus der Vergangenheit. Wir holen uns eine Selbstvergewisserung, wir holen uns die Basis, auf der wir stehen, aus der Vergangenheit. Und das berührt genau die Fragen, die wir unter diesem Schlagwort Identität zusammenfassen. Für die Armenier eine Frage, die noch drängender ist vielleicht, aber nur vielleicht, als für andere Gruppen, für andere Nationen, für andere Völker. Auf den ersten Blick denkt man, für die Armenier sei es eine noch drängendere Frage, weil, wie wir wissen, die Armenier so zerstreut leben über den gesamten Globus und so unstete Familiengeschichten haben mit so vielen Verwerfungen während der letzten Generationen, dass vielleicht die Frage der Identität sich noch mehr aufdrängt. Wenn man genauer hinschaut, dann ist es ja für die Deutschen nicht anders. Auch da gibt es viele Verwerfungen, es gibt viele Umbrüche, die Unsicherheiten erzeugen und die ein Bedürfnis nach Orientierung erzeugen und die ein Bedürfnis nach Selbstvergewisserung erzeugen. Und dementsprechend steht natürlich auch in Deutschland die Frage der Identität. Woher komme ich? Wo gehöre ich hin? In welchem Rahmen verorte ich mich? Und was fange ich damit an? Was leite ich daraus ab? Gehört genauso auf die Tagesordnung wie für die Armenier. Hinter mir sehen Sie als Hintergrundbild, Sie sehen den Berg Ararat. Für alle diejenigen, die schon mal in Armenien waren oder die aus Armenien kommen, die kennen den Berg Ararat und die wissen,
Sie sind vielleicht jetzt irritiert, dass Sie den irgendwie falsch rum sozusagen abgebildet sehen. Das ist nicht etwa, dass das Bild hier spiegelverkehrt erscheint, sondern dass die Aufnahme, die Sie hinter mir sehen, eine Aufnahme ist, die von Westen her gemacht ist. Hier in diesem Fall ich als Fotografin stand auf der türkischen Seite fast an der Grenze zu Armenien und habe von dort aus nach Armenien geblickt und mir den Ararat, die Ararat-Doppelspitze, den Ararat-Doppelberg als von der westlichen Seite angeschaut und habe das deswegen heute als Hintergrundbild genommen, weil der Ararat eines der symbolischen Bilder ist, der Symbole ist, die man vielleicht setzen kann für armenische Identität und auch für alle Schwierigkeiten, die mit der armenischen Identität verbunden ist, denn auch das wissen Sie alle, dass der Ararat eben heute sich auf dem Gebiet der Republik Türkei befindet und nicht in Armenien, obwohl die Armenier sich mit diesem Berg identifizieren. Das vielleicht als Vorrede. Ich möchte Ihnen ein Projekt vorstellen und dazu werde ich meinen Bildschirm teilen. Es ist das Projekt, was hier eben schon angeklungen ist, das Projekt Hushamadyan. Für diejenigen, die kein Armenisch können, sollte ich ein, zwei Worte verlieren über die Bedeutung des Wortes Hushamadyan. Das ist ein armenisches Wort und setzt sich zusammen aus Madyan und Hush. Hush von Hischel, sich erinnern, Hush, Erinnerung. Madyan ist ein Buch, eine Schrift. Hushamadyan sind also Erinnerungsbücher, ein Erinnerungsbuch. Und das ist nicht einfach ein erfundenes Wort oder ein erfundener Begriff, sondern das ist ein existierender Begriff und bezeichnet ein Genre von Büchern, die auf Armenisch verfasst worden sind im Nachgang des Ersten Weltkrieges, im Nachgang des Völkermords an den Armeniern, als die Armenier, viele Armenier, ermordet wurden, 1,5 Millionen Armenier ihr Leben gelassen haben, aber eben auch Hunderttausende Armenier auf der Flucht waren, als Überlebende zerstreut in der Welt und im Gegensatz zu den Gewalterfahrungen, die sie vielleicht zuvor schon gemacht haben, regional, diesmal ein Bewusstsein dafür hatten, dass diese Heimat verloren ist, verloren gehen kann, dass nur noch Fragmente übrig sind, dass von ganzen Familien, vielleicht ganze Familien ausgelöscht wurden, von großen Familien Einzelpersonen übrig geblieben sind, von Dorfgemeinschaften, von städtischen Gemeinschaften nur Einzelne und nur eigentlich Fragmente, Bruchstücke übrig geblieben sind. Und das hat ein Bedürfnis erzeugt in den neuen Gemeinden, in denen sie sich dann in den Kolonien, in denen sie sich dann niedergelassen haben, hat das ein Bedürfnis erzeugt, diese Fragmente, diese übrig gebliebenen Bruchstücke, all das, was irgendwie noch da ist, zusammenzusammeln und zu bewahren, aufzuheben, vor noch einem noch weitreichenderen Verlust zu schützen. Und damit, das schließt auch wieder an das, was ich einleitend gesagt habe über die Frage der Identität und die Frage, wozu dient eigentlich Geschichte. An dieser Stelle sieht man es. An dieser Stelle, wenn man versucht, darüber zu reflektieren, was eigentlich das Völkermordgeschehen bedeutet für die Armenier, aber auch für alle anderen Gemeinschaften, die einem solchen Völkermord je ausgesetzt waren in ihrer Geschichte. Völkermord ist mehr als einfach nur Massenmord. Völkermord bezeichnet nicht nur die Ermordung unfassbar vieler Menschen. Das ist natürlich die Dimension, die als erstes ins Auge springt. Was Völkermord aber auch bedeutet, ist, dass man Gemeinschaften als Gemeinschaften auslöscht, indem man sie so zersprengt und so fragmentiert, dass sie als Gemeinschaft eigentlich nicht mehr fortbestehen. Und das betrifft eben die lokalen armenischen Gemeinschaften. Westarmenisches Leben existiert seit dem Völkermord eben in dem historischen Siedlungsgebiet der Armenier eigentlich nicht mehr. Dieser Völkermord hat sich
zugetragen während des Ersten Weltkrieges 1915-16, aber nicht alleine, sondern der fand seine Fortsetzung. Es gab auch später noch Massaker, auch in der Gründungszeit der Republik, im sogenannten türkischen Befreiungskrieg ging die Gewalt gegen Armenier weiter. Es gab dann noch in der kemalistischen Zeit auch Massaker gegen Armenier und vor allen Dingen gab es in den ersten Jahrzehnten der Republik eigentlich gab es eine Situation für die Armenier, für die überlebenden Armenier, die noch in der Türkei verblieben waren, in der sie in der Türkei leben konnten, eigentlich nur unter den Bedingungen der Selbstverleugnung. Also immer zu verstecken, dass sie Armenier sind, ihre Sprache nicht mehr zu sprechen. Viele haben diesem Druck dann eben nicht standgehalten, sondern haben sich zur Auswanderung entschlossen. Viele haben nach wie vor Gewalt ertragen, tägliche Gewalt kleineren oder größeren Ausmaßes, sodass die letzten verbliebenen Armenier, die in der Türkei noch gelebt haben, dann eben viele zuerst nach Istanbul gegangen sind und von Istanbul aus dann versucht haben auszuwandern. Viele sind auf diesem Wege auch nach Deutschland gekommen im Zuge der Gastarbeiteranwerbung und kamen dann als türkische Gastarbeiter nach Deutschland. Diese Armenierinnen und Armenier aus der Türkei machen ja in Deutschland einen großen Teil der Gemeinde aus, die von diesen Erfahrungen auch berichten können. Das ist übrigens, das möchte ich in Klammern zumindest wenigstens mal erwähnt haben, diese Art von Lebenserfahrungen, dazu ist auch noch, würde sich mehr Forschung durchaus lohnen. Es gibt die ersten Ansätze schon. Es gibt zum Beispiel die Monographie von Talin Sujian, sie selber auch eine Historikerin aus Istanbul, die ein englischsprachiges Buch geschrieben hat über das Leben der Armenier in der Türkei, genau unter diesen Bedingungen, die ich geschildert habe. Aber unter den Erfahrungen auch hier eine Geschichte der armenischen sogenannten Gastarbeiter in Deutschland zu schreiben, das wäre ein sehr lohnenswertes Projekt. Also da an armenischen Themen, armenische für die armenische Geschichte und Gegenwart und Zeitgeschichte relevante Themen gibt es überhaupt keinen Mangel, ein umso größerer Mangel an Leuten, die diese Themen dann auch bearbeiten. Aber das nur in Parenthese. Ich habe darüber gesprochen, Völkermord ist viel mehr als nur der Massenmord, also die physische Ermordung von so vielen Menschen, sondern sie zersprengt die Gemeinschaften, sie zerstört die Gemeinschaften und das ist das, was die Geschichte der westarmenischen Gemeinschaft eben ist, der westarmenischen Sprache und Kultur, die westarmenischen Dialekte. Wenn die Sprechergemeinschaft nicht mehr besteht, geht die Sprache verloren. Das betraf zunächst die westarmenischen Dialekte aus den einzelnen Regionen. Die wenigsten Dialekte haben noch aktive Sprecher und das liegt natürlich daran, dass die Sprechergemeinschaften zerstört wurden. Und die überlebenden Armenier, die sich dann gesammelt haben in den neuen Kolonien, natürlich dann auch wieder zusammengewürfelt waren aus verschiedenen Regionen und dann die armenische Hochsprache zu ihrer Sprache gemacht haben. Viele überlebende Armenier waren auch türkischsprachig. Und das ist eine, also waren schon in osmanischer Zeit türkischsprachig. Das betrifft insbesondere viele Armenier, die in Kilikien gelebt haben. Und für diejenigen, die mit der Geografie nicht so vertraut sind, ich werde auch gleich noch eine Karte zeigen, dann werde ich Ihnen diese ganzen Regionen nochmal zeigen. Sodass eigentlich erst nach dem Völkermord die Armenier in ihren Kolonien weit weg von Armenien auch nochmal so eine Nationalisierung durchlebt haben, sowohl in der Diaspora als auch in der Republik Armenien, die aus der Zerfallsmasse der Großreiche hervorgegangen ist, also die kleine Republik Armenien im Osten, also im nicht-osmanischen Teil, im russischen Teil Armeniens, die dann nach 2 Jahren Unabhängigkeit sehr rasch eingegliedert wurde in die Sowjetunion, als Sowjetrepublik Armenien fortbestand und dann nach dem Zerfall der Sowjetunion ihre Unabhängigkeit ausgerufen haben. Und das ist die Republik Armenien, die wir heute haben. Also sowohl in der Diaspora, die westarmenisch geprägt ist, als auch in der ostarmenischen, also Republik Armenien, gab es nach dem Völkermord eigentlich nochmal so eine Entwicklung, eine Fortsetzung des armenischen Nationsbildungsprozesses. So, jetzt habe ich ganz viele Sachen gesagt, jetzt ist es, und die ich auch gleich nachher nochmal aufgreifen werde. Aber ich werde jetzt als erstes den Bildschirm freigeben für Sie, um
Ihnen diese Webseite zu zeigen, die Sie jetzt hoffentlich sehen, die Webseite Hushamadyan. Ich hatte schon begonnen zu erklären, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Wie gesagt, Erinnerungsbücher, die in den Kolonien, in den neuen Zufluchtsorten der Armenier nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben wurden, zusammengetragen wurden von Überlebenden, um sozusagen die Fragmente ihrer verlorenen Lebenswelt zu sammeln, zusammenzutragen und zu bewahren in diesen Büchern. Diese Hushamadyans sind sehr unterschiedlich. Manche sind ganz dünn, manche sind 1500 Seiten dick, manche sind von intellektuell vorgebildeten Journalisten, Historikern verfasst worden, andere von Leuten mit einem anderen Hintergrund. Es gibt Hushamadyans zu einzelnen Dörfern, es gibt Hushamadyans zu den Städten, es gibt Hushamadyans zu ganzen Regionen. Und die haben natürlich eine sehr unterschiedliche Natur auch, je nachdem, wer sie zusammengetragen hat, unter welchen Umständen sie zusammengetragen wurden. Es gab in der Entstehungsgeschichte dieser Hushamadyans Aufrufe in den armenischen Zeitungen, dass doch bitte alle Leute, zum Beispiel jeder, der aus Urfa kommt, soll bitte, wer hat noch Fotos, wer kann noch was beitragen, wer kann vielleicht irgendwie über den Dialekt von Urfa oder über berühmte Söhne und Töchter von Urfa etwas erzählen und das dann alles zusammentragen. Und so sind das dann, also verbirgt sich hinter diesen Hushamadyans eigentlich auch sozusagen das Gemeinschaftswerk einer ganzen Gemeinschaft oder jedenfalls einer Teilgemeinschaft der Versprengten. So. Das sind die historischen Hushamadyans, die als Bücher gedruckt wurden und dann so in organisierten Landsmannschaften oder Clubs oder sozusagen also aufgelegt wurden, um in erster Linie verbreitet zu werden unter denjenigen, die aus der jeweiligen Region kamen. Ja, also eine armenische Familie oder ein armenischer Überlebender aus Marasch hat sich dann eben für das Buch aus Marasch interessiert. Eine armenische Überlebende aus Sebastia hat sich für das Buch aus Sebastia oder über Sebastia interessiert. Wir, eine Gruppe von Historikerinnen, Künstlerinnen, haben 2010 die Idee gehabt, wir wollen ein solches Projekt, was eigentlich die verloren gegangene westarmenische Lebenswelt wieder verlebendigt. Das würden wir gerne in unsere Zeit übertragen, mit den Mitteln, die uns in unserer Zeit zur Verfügung stehen. Das ist eben die digitale Welt, das ist das Internet. Sowas würden wir gerne machen. Und das war der Impuls, dieses Projekt zu gründen. Und das war sozusagen ein in die Moderne oder übertragenes Hushamadyan. Und deswegen haben wir es Hushamadyan genannt. Wir hatten auch ursprünglich die Vorstellung, dass unsere Hauptquelle für unsere historische Arbeit dann diese Hushamadyans, diese Bücher sein würden. Wir haben auch damit angefangen, haben dann sehr schnell gemerkt, es gibt so unendlich viele Quellen, also Familiennachlässe, Fotos, auch Memoiren teilweise, Briefwechsel. Als wir dann angefangen haben, diese Quellen zu sammeln, wir benutzen die Hushamadyans immer noch, aber die sind bei weitem, werden die übertroffen von all dem, was wir an Familienarchiven gesammelt haben. Und so hat sich auch der Fokus ein bisschen gewandelt. Es geht gar nicht mehr so sehr darum, nur noch die Quellen auszuwerten. Darum geht es auch. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, die Quellen überhaupt erst einmal zu sammeln. Zwischendurch zeige ich Ihnen mal ein anderes Bild. Hier haben Sie eine Karte des Osmanischen Reiches. Das Osmanische Reich war noch ein bisschen größer, weil es hier, wenn Sie hier unten am unteren Bildrand sehen, Sie Jerusalem. Das geht hier noch weiter nach Süden. Reicht es noch und reicht an der Westküste der arabischen Halbinsel, da ist die Region um die für die Muslime heiligen Städten Mekka und Medina, der Hijaz, auch der Jemen, also die Südspitze, Südwestspitze der arabischen Halbinsel gehörte auch noch zum Osmanischen Reich. Und in Nordafrika, das ist hier auf der Karte auch nicht drauf, gehörte auch Tripolitanien, das heutige Libyen, das gehörte auch immer noch zum Osmanischen Reich. Diese
beiden Regionen, die ich jetzt genannt habe, oder drei Regionen, sind deswegen auf dieser Karte nicht vertreten, weil das wahrscheinlich die einzigen Regionen waren im Osmanischen Reich, in denen keine Armenier in nennenswerter Zahl gelebt haben. In allen anderen Provinzen des Osmanischen Reiches, die Sie hier sehen, haben Armenier gelebt vor 1915. Natürlich gab es einen Siedlungsschwerpunkt für die Armenier in den sogenannten sechs armenischen Provinzen. Das sind diese Provinzen Van, Bitlis. Sehen Sie eigentlich meinen Cursor auch? Sehen Sie hier so eine kleine Hand, die über den Bildschirm wandert? Dann sehen Sie hier die Provinz Van. Sie sehen hier den Vansee. Viele von Ihnen werden die Inseln darauf kennen mit der Kirche Achtermat. Sie sehen hier Bitlis. Hier können Sie vielleicht auch Musch entziffern. Hier sehen Sie die Provinz Erzurum. Sie sehen Diyarbakir. Sie sehen Harput, Kharpet auf Armenisch oder auch auf Osmanisch Mamuretul Aziz. Sie sehen Sivas. Das sind die sogenannten sechs armenischen Provinzen oder eben auf Osmanisch Vilayets, was nichts anderes heißt als Provinz. Und in vielen Fällen wird noch Trabzon dazu genannt, weil auch das natürlich hier geografisch mit dazugehört und auch in dieser Provinz etliche Armenier lebten. Aber auch jenseits dieser sogenannten sechs armenischen Provinzen lebten viele Armenier in Yozgat, in Ankara, in Konya. Hier, diese Region nennen wir Kilikien. Dort gab es im Mittelalter, in der Kreuzfahrerzeit, ein armenisches Königreich, Kilikien. Auch das werden viele von Ihnen wissen. Und dementsprechend hatte man dann auch bis ins 20. Jahrhundert hinein einen beträchtlichen armenischen Bevölkerungsanteil in Städten wie Marash, Adana, Aintab, Urfa. Aber auch hier in Westanatolien, gerade in Bursa, in Izmit, in Edirne und natürlich in Istanbul, in der osmanischen Hauptstadt Istanbul, gab es große armenische Bevölkerungsgruppen. Noch in osmanischer Zeit war es allerdings so, dass auch hier in den sogenannten sechs armenischen Provinzen und in dem, was geografisch als armenisches Hochland bezeichnet wird, also das, was historisch mal auch armenische Staatlichkeit vorzuweisen hatte, in der Antike bis zum Mittelalter armenische Königreiche hatte, in dieser Region, also dem historischen Armenien, waren die Armenier am Ende des 19. Jahrhunderts und also am Vorabend des Völkermordes keine flächendeckende Mehrheit, sondern die armenische Bevölkerung lebte in etwa zu halbe-halbe, ja, wenn man es grob über den Daumen bricht, ja, mit verschiedenen muslimischen Gruppen. In manchen Regionen haben die Kurden überwogen, in anderen Regionen durchaus Türkmenen und einer Vielzahl von anderen Bevölkerungsgruppen. Das Osmanische Reich, auch das Osmanische Anatolien, war ein sehr, sehr heterogenes, das heißt ein sehr vielfältiges, von der Bevölkerungsstruktur her vielfältiges Land. In religiöser Hinsicht vielfältig, in sprachlicher Hinsicht vielfältig und es gab eine Vielzahl von sozusagen Zwischenidentitäten, die gar nicht so leicht zu verorten waren. Also die Armenier, die überwältigende Mehrheit der Armenier gehört zur armenischen apostolischen Kirche. Im 19. Jahrhundert, also schon vor dem 19. Jahrhundert, begannen katholische Missionare zunächst ihre Tätigkeit auch im historischen Armenien unter Armeniern. Es gab armenische, also erste Konversionen. Es gab auch innerhalb der armenischen Kirche eine Erneuerungsbewegung, die die armenische Kirche reformieren wollte und die das aber in Teilen getan hat in Orientierung an katholische, also an Orden der katholischen Kirche. Eine, die wichtigste für die armenische Geschichte, sind die Mechitaristen, der benannt nach ihrem Gründer Mechitaj von Sebastian. Sebastian ist hier, was Sie hier auf der Karte als Sivas eingezeichnet sehen. Das ist ein armenischer Mönch gewesen, der dann sich angelehnt an die Benediktinerregel einen Orden gegründet hat und dann aber unter Druck geraten ist. Auch also solche Abspaltungsbewegungen oder auch Erneuerungsbewegungen wurden von der armenischen Kirche, also von der armenischen apostolischen Kirche, nicht so gerne gesehen im Osmanischen Reich, sodass dann Mechitaj mit seinen Anhängern das Osmanische Reich verlassen musste, sich in Venedig angesiedelt hat
Und dort gibt es bis heute die Insel San Lazzaro mit dem Kloster drauf, mit einer fantastischen Bibliothek. Und ein Zweig der Meritaristen ist dann auch nach Wien gegangen. Und auch in Wien gibt es bis heute diesen Meritaristenorden mit einer ebenfalls wunderbaren Bibliothek. Die Meritaristen sind die großen Gelehrten der armenischen Neuzeit, die viele kulturelle Reformen auch angestoßen haben, Sprachreformen angestoßen haben, moderne armenische Geistes- und Sozialwissenschaften angestoßen haben. Und die dementsprechend wichtig sind. Es gab dann später gab es auch also armenische Katholiken, also jenseits der Meritaristen, die dann im Laufe des 19. Jahrhunderts im Osmanischen Reich auch als eigenständige Religionsgruppe anerkannt wurden. Es gab dann auch noch mehr protestantische Missionare und es gab dementsprechend auch armenische Konversion zum Protestantismus, armenische Protestanten und auch die wurden im Osmanischen Reich schon anerkannt als eigenständige Religionsgemeinschaft. Die Muslime waren genauso aufgeteilt in verschiedene Religionsgemeinschaften. Die Hauptströmung im Osmanischen Reich waren die sunnitischen Muslime. Es gab aber auch Aleviten. Es gab natürlich Muslime dann in verschiedenen, also verschiedener Sprache. Ne? Es gab Arabisch, Araber, Türken, Türkmenen, Kurden, die alle sunnitische Muslime waren. Es gab Albaner, es gab Muslime natürlich sonst auf dem Balkan auch, bulgarische Muslime, Bosnier. Also ich mag jetzt gar nicht alle aufzählen. Eine Studie, die in den 1980er Jahren verfasst worden ist, zählt mehr als 65 verschiedene Bevölkerungsgruppen, aufgeteilt nach Sprache, nach konfessioneller Zugehörigkeit, nach ethnischer Zugehörigkeit. Also insofern, dieses Land war extrem heterogen vor dem Völkermord. Und der Völkermord selber ist eigentlich eine oder dieses Völkermordgeschehen selber ist eigentlich Teil, also wenn man es jetzt sehr technokratisch ausdrückt, eines Transformationsprozesses von diesen sehr pluralen, also vielfältigen, großreichen hin zu homogenen, also nur einheitlichen Nationalstaaten. Und diese Homogenisierung ist eben im Osmanischen Reich mit viel Gewalt vollzogen worden. Das ist also diesen historischen Hintergrund, den habe ich erzählt und werde das auch noch weiter ausführen heute Abend, um klarzumachen, die Vorstellung, es habe ein osmanisches Reich gegeben und irgendwo hier gab es dann ein armenisches Volk und die lebten hier alleine und man hätte sie irgendwie rauslösen können aus dem Osmanischen Reich und vielleicht so etwas schaffen können wie einen armenischen Nationalstaat, die entspricht nicht der Realität. So war die armenische Lebenswirklichkeit nicht im Osmanischen Reich. Im Gegensatz zu vielen anderen Bevölkerungsgruppen, die auch unter osmanischer Herrschaft gestanden haben und im 19. Jahrhundert gerade auf dem Balkan Unabhängigkeit erlangt haben, also sich losgelöst haben vom Osmanischen Reich. Da waren die Bevölkerungsverhältnisse anders. Es gab eindeutigere Mehrheiten. Also selbst in Bulgarien war das Bevölkerungsverhältnis zwischen bulgarischen Christen und muslimischen Bulgaren ungefähr 70 zu 30 im 19. Jahrhundert, ganz anders als in Armenien, wo es diese Eindeutigkeit eben nicht gab. Da muss man eben sehen, ich lese hier gerade im Chat, wobei doch vor 200 Jahren der Armenier noch bei 80% lag. Das ist eben im Laufe, also man müsste jetzt, um diese Bevölkerungsentwicklung zu kommentieren, müsste man noch viel weiter zurückgehen in die Geschichte. Und das, angeregt jetzt durch diesen Chatbeitrag von Ani Galustian, kann ich das gerne tun. Wie Sie wissen, gab es hier, und das habe ich auch schon erwähnt, es gab hier also armenische Königreiche seit der Antike, die immer im Spannungsfeld zwischen konkurrierenden Großreichen standen. Mal waren die Armenier also waren im Grenzgebiet zwischen Rom und Persien. Dann wurde dieses Ganze hier wurde irgendwann byzantinisch. Also die Armenier standen sozusagen, also zwischendurch, im 7. Jahrhundert, rückten die arabischen Truppen, also mit der Ausdehnung des Islam, rückten also vor, eroberten auch teilweise dann Armenien, konnten Armenien nie also wirklich
sehr engmaschig beherrschen, aber trotzdem gab es sozusagen eine Periode der arabischen Herrschaft. Unter diesen Oberherrschaften gab es dann jeweils armenische Fürsten, es gab einen armenischen Adel und es gab teilweise so armenische und armenisch regierte auch Provinzen, dann diesseits und jenseits der Grenze. Und im Mittelalter gab es nochmal eine armenische Blüte mit armenischen Königreichen, nämlich je mehr die arabische Herrschaft zerfiel, desto mehr gab es Raum, aus diesen kleinen armenischen Fürstentümern und Provinzen dann eben Königreiche entstehen zu lassen und zusammenzuführen. Und da gelangte also im 10. Jahrhundert die Hauptstadt Ani, die ist jetzt hier nicht mit drauf auf unserer Karte, nicht eigens, aber also liegt auch heute, die Ruinen von Ani liegen in der Türkei. Das war die armenische Hauptstadt dann eben des Bagratiden-Königreiches und es diese Region nochmal zu einer Blüte geführt hat. Die Stadt der 1001 Kirchen, die Armenier unter Ihnen werden das alle kennen. Dann gab es in den Jahrhunderten danach, und das ist jetzt ein extrem schneller Durchritt durch die Jahrhunderte der Geschichte der Region, gab es in den Jahrhunderten danach gab es mehrere einschneidende epochale Verschiebungen, eingeleitet durch gewalttätige Ereignisse. Das erste war die seldschukische Einwanderung und die seldschukische Eroberung Anis. Dem vorausgegangen war, dass das Byzantinische Reich von Westen das armenische Königreich bereits geschwächt hatte und dementsprechend eigentlich der seldschukischen Eroberung preisgegeben hat. Diese seldschukische Eroberung in der Mitte des 11. Jahrhunderts, die seldschukische Zerstörung der Hauptstadt Ani, hat eine riesige armenische Migrationsbewegung, Auswanderungsfluchtbewegung in Gang gesetzt. Und zwar nicht nur Leute einzeln sind geflohen, sondern Fürsten mit ihrem gesamten Gefolge und allen ihren Untergebenen sind geflohen. Einige dieser Fürstenfamilien oder adligen Familien kamen dann hier nach Kilikien und haben eben, wie gesagt, dann im 11. Jahrhundert ihr eigenes Königreich nochmal, armenisches Königreich nochmal aufgebaut. Viele Armenier sind auch hier nach Zentralanatolien gewandert mit ihren Fürsten. Die Fürsten sind dann zur byzantinischen Orthodoxie übergetreten. Die Bevölkerung, die armenische Bevölkerung, die mitgewandert war, hat ihren Glauben behalten. Und das ist sozusagen auch, in der Antike gab es schon Wanderungsbewegungen und Umsiedlungskampagnen, auch byzantinische, von Armeniern hier nach Westen. Und das erklärt diese Zerstreuung auch der Armenier. Ja. Über Armenien selber, über das armenische Hochland, sind dann in der Folge nochmal so kriegerische Verwüstungswellen hereingebrochen. Der sogenannte Mongolensturm, also die mongolische Eroberung mit den entsprechenden Verwüstungen und dann nochmal die Eroberung von Tamerlan, Timur-Lenk, waren solche einschneidenden Ereignisse im 13. und 14. Jahrhundert. Die haben jeweils große Verwüstungen hinterlassen in Armenien. Die haben große Fluchtbewegungen ausgelöst. Zu diesen armenischen Fluchtbewegungen und Massenmigrationen seit dem 11. Jahrhundert gehört auch eine Wanderungsbewegung, die Armenier zunächst auf die Krim gebracht hat und dann nach Osteuropa und Ostmitteleuropa. Also dort haben die Armenier Siebenbürgens ihre Wurzeln, die Armenier im historischen Polen, Sie kennen vielleicht Lemberg, Lviv, Lwów, wo man auch heute noch die armenischen Kirchen sehen kann. Das hat alles in diesen mittelalterlichen Verwerfungen und Gewalterfahrungen und Massenmigrationen seinen Ursprung. Bei jeder dieser Verwüstungen und anschließenden Massenmigrationsbewegungen sind an die Stelle der geflohenen Armenier eben andere Bevölkerungsgruppen nachgewandert. Wir wissen, also die seldschukische Migration hat sozusagen sich stetig fortgesetzt und damit auch eine Veränderung auch in der Wirtschaftsweise. Ja? Also mehr Nomadismus, mehr Viehhaltung in entweder Wechsel zwischen Sommer- und Winterweide hat sozusagen dann die Wirtschaft mehr dominiert anstelle der Armenier, die eben mehrheitlich sesshaft gewesen sind oder eigentlich fast ausschließlich sesshaft gewesen sind, wobei auch da man davon ausgehen kann, dass es sozusagen Viehhaltung und dann mit dem Wechsel von Sommer- und Winterweide natürlich auch bei den Armeniern gegeben hat. Aber nomadische Gruppen unter den Armeniern hat es tendenziell nicht gegeben. Also so, dass hier dann
eigentlich eine über die Jahrhunderte hinweg Bevölkerungsverschiebungen stattfinden. Dann gab es nochmal, also jetzt bin ich bei meinem Durchritt im 14. Jahrhundert angekommen und im 16. Jahrhundert gab es nochmal, im 16. und 17. Jahrhundert nochmal ein Großereignis, das wieder eigentlich eine Veränderung dieser Landschaft und eine Veränderung, massive Veränderung in der Bevölkerungsstruktur zur Folge hatte. Mittlerweile war dieser Teil, also seit dem 16. Jahrhundert, ist eigentlich so dieser ganze Teil Armeniens zwar osmanisch geworden, auf der anderen Seite war immer noch das Persische Reich. Und das 15. und 16. Jahrhundert war geprägt von einer rund 1,5 Jahrhunderte andauernden Konfrontation zwischen dem Osmanischen Reich und dem Persischen Reich. Armenien war das Grenzgebiet. Armenien war die Region, das Gebiet, in dem diese Kriege, Verwüstungen, Verheerungen also immer wieder in steter Folge stattgefunden haben. Natürlich zum Leidwesen der Bevölkerung, natürlich verbunden mit den entsprechenden Verwüstungen. Und diese ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen haben dann ein Ausmaß angenommen und einen Punkt erreicht, an dem beide Seiten den Eindruck hatten, sie können das nicht gewinnen. Und der persische Schah hat dann sich entschlossen. Es gab dann in Persien einen neuen Schah namens Schah Abbas, der auch eine neue Dynastie gegründet hat. Schah Abbas der Große bzw. der Erste in der persischen Historiografie. Für die Armenier eher eine schreckliche Figur, denn dieser Schah hat beschlossen, er muss sich zwar zurückziehen, aber er wird den Osmanen, den nachrückenden Osmanen, verbrannte Erde hinterlassen. Dieses Ereignis fand statt im Jahr 1604, im Winter 1604-1605. Als Schah Abbas, also diese Truppen mussten sich immer im Winter zurückziehen und konnten dann immer im Sommer zu neuen Kämpfen aufbrechen. Und Schah Abbas hat sich also im Winter mit dem Wintereinbruch entschlossen, sich zurückzuziehen, wie gesagt, die Region zu verwüsten und die Bevölkerung der gesamten Region, und das ist diese Region hier, Ani und Kars waren auch betroffen, Nachitschewan war betroffen, Julfa war betroffen, das historische Julfa, die gesamte armenische Bevölkerung hier zu deportieren, nach Persien zu bringen und anzusiedeln in einer Stadt, die er als seine neue Hauptstadt aufbauen wollte, Isfahan. Die Stadt Isfahan gab es schon, und in einer Vorstadt von Isfahan wurden dann die Armenier angesiedelt, und diese Stadt gibt es bis heute, die heißt Neu-Julfa, Nordjura. Wenn man jetzt dort sagt, in Neu-Julfa gibt es Armenier wurden angesiedelt, dann muss man sich die Dimension der Verluste vor Augen führen. Von den deportierten Armeniern, die hier aus der Region aufbrechen mussten, die hatten als erstes Mal im Winter einen reißenden Grenzfluss zu überwinden. 9/10 schätzungsweise der zu dieser Zeit deportierten Armenier sind überhaupt nicht angekommen in Neu-Julfa. 1/10 ist angekommen, die wurden dann in Neu-Julfa mit Privilegien ausgestattet, durften dort siedeln, haben dort das Handwerk vorangetrieben. Nachgerückt sind kurdische Stämme, die sich dann hier in diesen armenischen Siedlungsgebieten angesiedelt haben. Also so das, was ich damit sagen will, ist, diese Bevölkerung war im steten Fluss und im Laufe der Jahrhunderte immer wieder zum massiven Nachteil der Armenier, sodass eigentlich schon seit dem 17. Jahrhundert es keine flächendeckende, in dieser gesamten Region flächendeckende armenische Mehrheit mehr gab. Und im 19. Jahrhundert waren die Armenier dann wiederum immer wieder Episoden von Massengewalt ausgesetzt. Am Ende des 19. Jahrhunderts unter osmanischer Herrschaft gab es reichsweite Massaker gegen die Armenier unter Sultan Abdülhamid II. In den Jahren 1895-96, die natürlich nochmal den armenischen Bevölkerungsanteil dezimiert haben, durch natürlich massenhafte Tötungen, aber eben auch nochmal durch armenische Fluchtwellen. Und Armenier sind gerade dann eben in der Neuzeit immer in größerer Zahl geflohen. Und wie wir das jetzt auch aus unserer Zeit kennen, wenn es schon Diaspora-Gemeinden gibt, dann gibt es, und das nennt die Soziologie, Pull-Faktoren und Push-Faktoren. Also wenn hier im Land Krieg ist und Unruhe und es keinen Frieden gibt und keine guten Lebensbedingungen, dann drängt das die Leute raus aus dem Land. Aber wenn es dann schon armenische Gemeinden im Ausland gibt,
dann ist das eben eine, dann sind das sozusagen die Anziehungskräfte, weil es den Armeniern dann eben die Migration erleichtert. Und das ist im 19. Jahrhundert dann der Fall, als nochmal Armenier in großer Zahl fliehen und versuchen, entweder hier in den russischen Teil zu gelangen, und zwar im 19. Jahrhundert in mehreren Wellen. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts, nach dem russisch-osmanischen Krieg 1828, 29 gab es eine große Fluchtwelle nach hierher. Da gründeten sich dann armenische Siedlungskolonien im heutigen Georgien, in Achalkalak, Achalzicha, die eben aus Erzurum, aus der Region Erzurum gekommen waren. Nach dem Krimkrieg gab es nochmal eine armenische Fluchtwelle. Und dann natürlich nach dem schrecklichen, verheerenden Krieg von 1877, 78 gab es nochmal eine massive Fluchtwelle. Danach gab es Hungersnöte und dann eben in den 1890er Jahren die armenischen Massaker. Das ist alles vor dem Völkermord und hat alles schon dazu geführt, dass hier im historischen armenischen Siedlungsgebiet es keine flächendeckende armenische Mehrheit mehr gab, sondern armenische Bevölkerung hier in der Region waren die Armenier dann mehr, also haben regional schon Mehrheiten gebildet, aber wie gesagt, keine flächendeckende Mehrheit, wo man jetzt sagen könnte, das hier ist Armenien und das lösen wir jetzt raus aus dem Osmanischen Reich. In vielen Regionen, hier in Kilikien, waren die Armenier zu großen Teilen schon türkischsprachig geworden. Hier in Vilayet Bitlis, in der Provinz Bitlis, auch in der Provinz Diyarbakir, gab es Armenier, die waren Christen geblieben, hatten aber die kurdische Sprache angenommen. In vielen Teilen des Osmanischen Reiches waren Armenier auch mehrsprachig, also haben ihren armenischen Dialekt gesprochen. Die gebildeten Armenier konnten dann die armenische Hochsprache. Die waren aber trotzdem sehr gut auch ausgebildet in der offiziellen türkischen, osmanisch-türkischen Verwaltungssprache oder konnten sogar noch andere Sprachen. Einige von denen dann die Bildungseliten konnten auch europäische Sprachen. Also, und wie gesagt, die Armenier waren nicht nur hier in Armenien ansässig, sondern die haben sich verteilt über alle eigentlich osmanischen Provinzen. Das war die Situation der Armenier, als es das Osmanische Reich noch gab. Und das hat dazu geführt, dass die Armenier im Osmanischen Reich auch in der Endzeit des Osmanischen Reiches, als es dann politische Parteien gab, haben sie natürlich überlegt, was ist für uns eine realistische Politik, was sollen wir verlangen? Sie haben natürlich Sicherheit verlangt. Ja? Viele von Ihnen werden auch die Geschichte des Berliner Kongresses kennen, 1878, als die europäischen Großmächte dann versucht haben, Garantien für die Sicherheit der Armenier in ein internationales Vertragswerk, nämlich den Berliner Frieden, einzuschreiben. Aber die einzige Möglichkeit, die den Armeniern wirklich verwehrt war, war, aus diesem Osmanischen Reich Provinzen herauszulösen und daraus einen armenischen Nationalstaat zu machen, zum Beispiel nach dem Vorbild von Bulgarien oder von Griechenland oder von Serbien. Eben weil die Armenier zu zerstreut waren überall im Osmanischen Reich, auch in Jerusalem gibt es eine ganz alte armenische Kolonie seit der Spätantike, eine wichtige, in Aleppo. Und eben die Armenier A, zerstreut waren und B, selbst in dem im historischen Armenien keine flächendeckende, geschlossene armenische Mehrheit, sondern sich dieses Land geteilt haben mit in erster Linie Kurden. Und auf der Basis sozusagen einer so durchmischten Bevölkerung lässt sich kein Nationalstaat bauen. Und dementsprechend haben die osmanischen Armenier sich dafür eingesetzt. Und zwar Eliten aller Couleur, sei es die geistlichen Eliten, also der armenische Klerus, sei es die neuen Eliten, die Wirtschaftseliten, auch und dann sogar die revolutionären politischen Parteien. Die haben alle sich dafür eingesetzt, irgendeine Form zu finden, in der die armenische Nation sich als Nation entwickeln kann, überhaupt herausbilden kann, gedeihen kann, blühen kann, ohne notwendigerweise einen eigenen Staat zu haben. Wenn Sie sich das Parteiprogramm der armenischen revolutionären Föderation, Hayerapohagan Taschnaktsutyun, also der Taschnakenpartei, das werden vielleicht viele von Ihnen auch schon gehört haben, wenn Sie sich deren Parteiprogramm anschauen, da steht an keiner Stelle, wir wollen einen armenischen Nationalstaat haben und wir wollen die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich, sondern da steht, wir wollen Freiheit und wir wollen Sicherheit. Und diese Freiheit bestand darin, das ist dann da ganz, also aus sozusagen ausgeführt in detaillierten Punkten, was die wollten,
war, sie wollten mehr Beteiligung im Osmanischen Reich. Sie wollten, dass es armenische Polizeibataillone gibt. Sie wollten, dass es armenische Regionalverwaltungen gibt. Sie haben sich eingesetzt für regionale und lokale Autonomie. Aber wie gesagt, alles unter dem Vorzeichen des Osmanischen Reiches. Zu diesen politischen Zielen, also innerhalb des Osmanischen Reiches eigentlich eine Zukunft für die armenische Nation zu suchen, hat auch dazu beigetragen, dass auch das Russländische Reich, also das Zarenreich, nicht so gut mit den Armeniern umgegangen ist, wie die Armenier sich das vielleicht gewünscht haben. Das Russische Reich war zum ersten Mal seit langer Zeit, als es 1828, 29 den östlichen Teil von Armenien, also hier auch, wo Jerewan drin liegt, erobert hat, haben sich die Armenier zunächst, viele Armenier, gefreut, weil das Russländische Reich zum ersten Mal eine christliche Macht war, die über Armenien geherrscht hat, zum ersten Mal seit langer Zeit. Vorher, wie gesagt, lange Zeit osmanisch und der Osten persisch, und jetzt kam endlich eine christliche Macht. Dann hat sich sehr rasch zur Ernüchterung der Armenier herausgestellt, dass die Russen die Zarenherrschaft eigentlich bestrebt war, die Armenier, also die Eigenständigkeit der Armenier, doch in Schranken zu weisen. Es gab Aktionen, die Kirche zu enteignen, armenische Schulen zu schließen. Es gab eine Russifizierungspolitik phasenweise und all das und eine massive Verfolgung auch armenischer Revolutionäre. Und all das hat dazu geführt, dass ein Teil der Armenier sehr ernüchtert war von der Zarenherrschaft und dann gedacht hat, vielleicht können wir uns im Osmanischen Reich besser entwickeln, weil da können wir vielleicht mehr Freiheiten für uns erlangen, wenn wir es schaffen, dort stärker zu werden. Und wenn wir es schaffen, dass sich das Osmanische Reich so sehr modernisiert, dass es dort vielleicht eine Verfassung gibt und mehr politische Beteiligung und vielleicht auch regionale Autonomien und die Armenier dann dort auf mehr Beteiligung und mehr Rechte und mehr Rechtsstaatlichkeit auch hoffen können. Und dementsprechend haben die armenischen Revolutionäre und viele armenische Eliten im Osmanischen Reich darauf hingearbeitet, diesen osmanischen Modernisierungsprozess und Reformprozess zu unterstützen, das Osmanische Reich stark zu machen, das Osmanische Reich zu einem starken Rechtsstaat zu machen. Und die Armenier gehörten dann auch zu den Bevölkerungsgruppen, die mit am besten ausgebildet war. Im Osmanischen Reich sind viele armenische Schulen entstanden in allen Provinzen, teilweise auch in Konkurrenz zu den Schulen der Missionare. Junge Leute sind zum Studieren ins Ausland gegangen, kamen dann zurück, haben versucht, neue Impulse in ihre Heimatprovinzen zu tragen. Es sind auch armenische Geschäftsleute und armenische Handwerker ins Ausland gegangen und kamen dann zurück mit neuen Maschinen, mit neuen Geräten, mit neuen Techniken und mit neuen Erfindungen und haben versucht, die hier in ihren Heimatregionen fruchtbar zu machen. Und all das in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht, wenn sich das Osmanische Reich entwickelt und zu einem Rechtsstaat wird und zu einem stabilen Staat wird, dass dann vielleicht auch die Armenier eine Chance haben, sich in diesem Staat zu entwickeln. Und dementsprechend sind die Armenier im 19. Jahrhundert im Osmanischen Reich, haben sich sozusagen eingefügt und haben dort versucht, sich zu entfalten und galten entsprechend den osmanischen Behörden immer als besonders loyal. Und das war dann die Titulatur für die Armenier, die Bezeichnung, die loyale, die treue Nation. Unter den osmanischen Bevölkerungsgruppen waren die Armenier diejenigen, die sozusagen am engsten mit dem Osmanischen Reich verbunden waren und diejenige Bevölkerungsgruppe im Osmanischen Reich, diejenige nicht-türkische, und zwar egal, Muslime und Nicht-Muslime, unter allen Bevölkerungsgruppen des Osmanischen Reiches, die keine Türken waren, waren die Armenier diejenigen, die unter denen am meisten die türkische Sprachkompetenz verbreitet war. Das hatte dann zur Folge, dass die Armenier auch in der osmanischen Verwaltung, in Regionalvertretungen und so weiter einen signifikanten Anteil hatten. Armenier waren überproportional viel, zum Beispiel als Lehrer an den osmanischen Staatsschulen dann auch beschäftigt, an den Reformschulen beschäftigt. Armenier waren eng verwoben im osmanischen Wirtschaftsleben. Also kurzum, im 19. Jahrhundert waren die Armenier ein untrennbarer Bestandteil der osmanischen Gesellschaft in jeglicher Hinsicht. Und das setzt sich auf der kulturellen Ebene fort. Die Armenier haben, also
neue Kulturformen, zum Beispiel Theater, kamen neu ins Osmanische Reich. Die ersten Theaterleute im Osmanischen Reich in Istanbul waren Armenier, die ersten Theaterkompanien. Es gab auch Theaterkompanien, die sind aus Ostarmenien, aus dem russischen Ostarmenien, sind dann für Gastspiele nach Istanbul gekommen, teilweise auch in die Provinzen. Armenische Fotografen, die Armenier, haben sich also diese Technik der Fotografie angeeignet und haben dann haben überall auch in den Provinzen fotografische Studios, Fotografiestudios eröffnet. Die Fotografie im Osmanischen Reich war fast ein armenisches Handwerk. Andere Handwerke, andere Künste auch waren prominent auch gerade von Armeniern bedient. Zum Beispiel die osmanische Hofmusik war eine sehr armenische Angelegenheit. Ja? Nicht ausschließlich armenisch, aber Armenier eben dort sehr stark vertreten. Also wie gesagt, die Armenier waren sehr eng und enger als jede andere Bevölkerungsgruppe mit dem Osmanischen Reich verbunden, eben weil es kaum Alternativen gab, weil es keine gangbare Alternative gab. Und das alles ist wichtig, wenn man verstehen will, was eigentlich armenische Identität ausmacht und was eigentlich dieses historische Erbe ist, was die Armenier 1915 im Völkermord verloren haben. Ich habe ganz zu Beginn meines Vortrages schon angedeutet, dass die Armenier, dass die Armenier eben vielfach türkischsprachig waren, die armenischen Überlebenden, die sich dann gerettet hatten nach dem Ersten Weltkrieg, und dass die Armenier sowohl in der Republik Armenien, später Sowjetarmenien, als auch in der Diaspora nochmal so einen Prozess durchlaufen haben, sich eigentlich dann nochmal zu nationalisieren. Und das bedeutete auch, dass natürlich nach dieser schrecklichen Erfahrung des Völkermordes die überlebenden Armenier also sich gedacht haben und gefühlt haben, also wir haben alle unsere Hoffnungen auf dieses Osmanische Reich gesetzt. Wir haben irgendwie auch immer gehofft, es geht nochmal gut. Vielleicht kommt nochmal Frieden. Vielleicht gehen die nochmal nett mit uns um. Vielleicht haben wir dort eine Zukunft. Vielleicht können wir uns dort verwirklichen. Und diese Hoffnung eigentlich, die ist auf eine Art und Weise enttäuscht worden, wie es schlimmer ja gar nicht geht. Nämlich mit dem Völkermord. Und dann war klar, das war, dass man sozusagen, dann ist natürlich auch das eigene Verhältnis zu der Sprache, die man gesprochen hat. Also wenn man Türkisch gesprochen hat, und das ist eine Erfahrung, die natürlich auch die deutschen Juden nach dem Holocaust geteilt haben, ja, das war ihre Sprache. Sie hatten beigetragen zu der Kultur, zu der Wirtschaft, zum Wohlergehen dieses Landes. Und dann sind sie so sehr ausgegrenzt und ausgestoßen und ermordet worden, zurückgewiesen worden. Wie kann man dann noch die Sprache sprechen? Und das hat dazu geführt, dass die überlebenden Armenier versucht haben, vor allen Dingen die Eliten, eigentlich den überlebenden Armeniern, auch der einfachen Bevölkerung, dieses Türkische, alles Türkische irgendwie auszutreiben. Dann gab es Kampagnen, zum Beispiel in Beirut, wo dann viele Armenier sich niedergelassen hatten und in Flüchtlingscamps lebten, aus denen dann später Stadtviertel geworden sind, gab es Kampagnen gegen den Gebrauch der türkischen Sprache. Aber auch gegen zum Beispiel Kleidung. Ja? Dann gab es Aufrufe, tragt keinen Fes, das ist ein türkisches Kleidungsstück. Es gab genauso auch gegen die Musik der Überlebenden. Ja? Also viele der Überlebenden haben Ud gespielt, also diese die Laute, die überall im Vorderen Orient verbreitet ist. Auch die Armenier haben ganz viel von diesen Musikinstrumenten Gebrauch gemacht. Dann gab es also Kampagnen gegen diese Art von Musik. Ja? Und stattdessen also sind ganz schnell armenische Schulen aufgebaut worden. Die Kinder kamen alle in die Schulen, haben Armenisch gelernt. Und durchgesetzt hat sich dann die hocharmenische, westarmenische Standardsprache. Aber die Türkischsprachigkeit ist in den Familien, in vielen Familien noch relativ lange erhalten geblieben. Gerade in Beirut oder auch in Aleppo, also in Syrien und im Libanon, aber auch in anderen Kolonien. Auch in unter den Armeniern, die sich nach Westen geflüchtet hatten, in die Vereinigten Staaten, von Amerika nach Frankreich, also wo dann insgesamt die Herkunftssprachen verloren gegangen ist und unter dem sehr starken europäischen Assimilationsdruck, also dann eben die Überlebenden eher Englisch und Französisch, also die Landessprachen gelernt haben. Die Türkischsprachigkeit, wie gesagt, in den Kolonien des Vorderen Orients ist vielfach erhalten geblieben über mehrere Generationen hinweg. Noch die dritte Generation ist vielfach vertraut noch mit der türkischen Sprache, neben der armenischen Sprache.
Aber diese Armenisierungskampagne hat sozusagen, das ist eine ganz erstaunliche Leistung, dass man in der Diaspora und ebenso auch in Sowjetarmenien, also unter der Bedingung eigentlich einer Gemeinschaft von Überlebenden, die in großem Elend ankommen, die alles verloren haben, dann eigentlich so eine Nation aufbaut. Aber der Preis dafür war, dass man vieles, was die Alltagskultur der Armenier im Osmanischen Reich noch ausgemacht hat, dass man das eben versucht hat zu verdrängen. Und das ist der Ansatz hier dieser Webseite Hushamadyan, zu sagen, wir betrauern jedes Jahr am 24. April den Verlust. Und das tun wir zu Recht. Wir müssen auch daran erinnern. Die meisten haben das in der Familiengeschichte, auf die eine oder andere Art und Weise. Und die dritte Generation hat auch noch aktive Erinnerungen vielleicht an die Großeltern. Die nächsten Generationen haben das nicht mehr. Es ist aber natürlich zu einem, ja, auch zu einem nationalen Erbe geworden, was armenische Identität zutiefst prägt. Diese Erfahrung von Ausgrenzung, von Verlust, von Schutzlosigkeit. Und Armenier erleben, und das ist nun gerade, und das mag ich hier gerne einmal anfügen, das ist ja nun gerade die Erfahrung, die wir noch letztes Jahr hatten. Ja? Letztes Jahr gab es eben diesen Krieg um Karabach nochmal, 44 Tage Krieg. Und die Erfahrung, die die Armenier in diesem Krieg gemacht haben, war einmal mehr ausgeliefert sein. Schutzlosigkeit. Niemand greift ein. Die Welt redet von Menschenrechten, von Schutz, von Minderheitenschutz. Aber in der Situation, in der eine kleine Bevölkerung, die nicht mit militärischer Macht punkten kann, die zahlenmäßig ihre Nachbarn nie überragen wird, sondern eben eine kleine Gruppe ist, wo diese kleine Gruppe Schutz braucht, wo das erkennbar ist, wo das in Echtzeit auf jedem Bildschirm flimmert, wo jeder Politiker, jede Politikerin in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Deutschland, in Frankreich, in der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft weiß, was da gerade passiert und sich entschließt, aus sehr nachvollziehbaren realpolitischen Gründen etc. pp. Nicht einzugreifen, bleibt für die Armenier als betroffene Gruppe übrig, dass sie sich ausgeliefert fühlen. Und diese Erfahrung des Ausgeliefertseins, diese Erfahrung der Schutzlosigkeit, diese Erfahrung, auf sich selbst geworfen zu sein und überhaupt keine gangbare Alternative zu haben. Das ist eine Grunderfahrung, die begleitet die Armenier über Generationen hinweg und die erneuert sich eben auch in den Generationen, die dann folgen. Das ist eine Erfahrung, die ist nicht abgeschlossen mit dem Völkermord von 1915, 16, sondern die wird immer wieder erneuert. Die Armenier, die in den Kolonien im Vorderen Orient gelebt haben, alle diese armenischen Gemeinschaften, in Jerusalem, kaum hatten die Armenier in Jerusalem ihre Kolonie aufgebaut und zum Blühen gebracht, Schulen, eine Schule gegründet, die Waisenkinder integriert, ist 1948 der Krieg um Palästina, Israel ausgebrochen. 1967 gab es wieder Krieg, 1973 gab es wieder Krieg. Die Armenier standen so zwischen allem, sind natürlich viele geflüchtet. Viele sind nach Beirut gegangen. Nur um zu erleben, dass dort 1975, 76 auch der Krieg ausgebrochen ist, bis 1990 gedauert hat. Die Armenier zwischen alle Fronten geraten sind und natürlich das Land verlassen haben. Im Iran gab es 1979 die Revolution. Viele Armenier haben das Land verlassen nach der islamischen Revolution, ja, als Christen in einem islamischen Reich Land. Und dann jetzt das letzte Beispiel in unserer Zeit. Syrien, wo es eine große armenische Kolonie gab, in Aleppo, auch in Nordsyrien, in Damaskus. Und jetzt seit 2011 eben diesen furchtbaren Krieg in Syrien, die armenische Gemeinschaft, die dort sehr intakt war und sehr aktiv war, eben auch nochmal zu dezimieren. Viele tausend Armenier sind nach Jerewan geflüchtet, ja, viele andere sind überall jetzt auf die Welt, in der Welt verstreut. Ja. Also diese Erfahrung erneuert sich, diese Erfahrung der Schutzlosigkeit. Und natürlich auch die Frage, und das ist etwas, was armenische Identität auch prägt. Ja? Ich habe die osmanische Geschichte, die Geschichte der osmanischen Armenier auch deswegen so ausführlich erzählt, um zu verdeutlichen, die Armenier haben nach Möglichkeiten gesucht, sich zu entwickeln,
ihr Leben zu gestalten, ihre Kultur zu entwickeln, sich als Nation zu entwickeln, sich einzubringen in den Staat, in die Gesellschaft, in der sie leben. Und dann stellt sich schon die Frage, gibt es ein Leben im Falschen? Für die Armenier war schon klar, niemand im Osmanischen Reich war naiv unter den Armeniern. Die haben schon gesehen, was das für ein Staat ist. Die haben schon gesehen, wie die muslimische Mehrheitsgesellschaft und herrschenden Eliten mit ihnen umgehen als Nichtmuslime. Aber sie haben auch unter einer gewissen Alternativlosigkeit gelitten. Im Zarenreich war es auch nicht besser. Wo denn? In welcher Region wäre es besser gewesen? Auswandern war auch im 19. Jahrhundert schon für etliche Armenier eine Option, aber eben nicht, vielleicht nicht unbedingt die beste, wenn man eigentlich nach einer Möglichkeit sucht, hier im eigenen Heimatland zu überdauern und was aufzubauen. Die Armenier haben ihre gesamte Energie da reingesetzt, dieses Land zu entwickeln, und waren damit am Ende wenig erfolgreich, weil es eben auch kaum andere Möglichkeiten gab. Und eben das ist eine Erfahrung, die man als Minderheit auch in den Kolonien dann immer wieder macht und die jetzt eben, mit der sich Armenien, der heutige Staat Armenien, konfrontiert sieht und während dieses letzten Karabachkriegs nochmal wie durch ein Prisma man wieder gesehen hat, was das eigentlich ausmacht, ja? Wo man in Echtzeit verfolgen konnte. Welche Alternativen hätte es gegeben und wie kann man diesem Dilemma entrinnen, egal wie man es anstellt, eigentlich zwischen den Fronten einer sehr unmenschlichen Realpolitik zerrieben zu werden und eigentlich immer auch mit Misstrauen betrachtet zu werden, obwohl man selber keinen Anlass bietet. Die osmanischen Armenier haben überhaupt keinen Anlass geboten, der irgendwie hätte den Verdacht nähren können, die Armenier seien vielleicht nicht loyal gewesen. Und sind trotzdem, oder nach meiner Interpretation, gerade deshalb Opfer des Völkermords an den Armeniern geworden. Also für die Identität der Armenier nach dem Ersten Weltkrieg macht das eben aus, dass sie auch versucht haben, vieles, was im Osmanischen Reich ihr Alltagsleben gewesen ist, abzuschneiden. Für eine dritte Generation, also für unsere Generation, also die jetzt, meine Generation, sage ich jetzt mal, ich bin Anfang 50, ja, war es dann irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen zu sagen, wir beklagen unsere Verluste seit Generationen, wir fahren auch fort damit, das Gedenken ist wichtig und wir müssen auch, wir stehen auch vor der Herausforderung, neue Formen des Gedenkens zu finden an den Völkermord, an den Armeniern. Aber wir wollen uns auch dem zuwenden, was da eigentlich verloren gegangen ist. Und das ist eben eine Lebenswelt, die in der Diaspora und auch in Armenien selber nur in Teilen erinnert worden ist und nicht in Gänze. Nämlich alles das, was so diese hybriden Identitäten auch gewesen ist, ja, sind vielfach dann eben marginalisiert worden. Und jetzt gehe ich mal hier rein. Das ist sozusagen das Anliegen dieser Webseite Hushamadyan gewesen, die Brücke in die armenische Vergangenheit zu bauen, armenisches Leben wieder zu verlebendigen, ja, und dann auch die Brücke zu bauen zu den armenischen Familiengeschichten, die sozusagen in der großen Nationalgeschichtsschreibung eigentlich wenig repräsentiert sind, die aber da sind und die sich eben beziehen auf diese Regionen. Diese Webseite Hushamadyan gibt es in drei Sprachen. Ich habe jetzt mal die englische Seite aufgeschlagen, aber es gibt das Ganze komplett auch auf Armenisch. Für alle diejenigen, die aus der Republik Armenien kommen, muss ich natürlich einschränkend dazu sagen, die Sprache ist in der Regel Westarmenisch und selbst es gibt einige ostarmenische Texte darauf. Aber alle armenischen Texte sind in klassischer Orthographie. Also Sie sehen hier zum Beispiel Osmanian, ja, das würde man in der Republik anders schreiben, oder ja, all das, was eben diese klassische armenische Orthographie ausmacht. Es gibt das Ganze auch in türkischer Übersetzung, denn es ist ein Anliegen von Hushamadyan, die Brücke auch zu schlagen zu denjenigen, die heute noch dort leben, die ebenso Erben sind dieser Geschichte und die sich selber, ich sage jetzt mal, ins eigene Fleisch geschnitten haben, indem sie sich gegen ihre armenischen Mitmenschen, Mitbürger gewandt haben und sie entfernt haben aus ihrer eigenen Gesellschaft. Es ist ja ganz unbestritten, dass die Armenier einen maßgeblichen Anteil hatten an der Wirtschaft, an der Kultur, solange das noch osmanisch war. Und wenn man diese gesamte Bevölkerungsgruppe mit Gewalt entfernt, dann leiden auch diejenigen, die übrig geblieben sind, obwohl sie es mit ihrer eigenen Hand angestellt haben. Aber unter den Türken und Kurden, die heute in der Region leben,
gibt es etliche. Es gibt den türkischen Staat, der den Völkermord an den Armeniern leugnet. Aber es gibt etliche Menschen, die erinnern an die ehemalige Präsenz der Armenier. Die teilen diese Erinnerung. Die haben ihre eigenen Familiengeschichten, in denen Armenier eine Rolle gespielt haben. Die haben ihre eigenen Lokalgeschichten und Regionalgeschichten, in denen sie sich erinnern wollen, auch an die Armenier. Viele wollen sich nicht erinnern, einige wollen sich aber erinnern an die Armenier. Und auch für diese Leute ist diese Seite gemacht, denn es ist eine Geschichte der Region. Es ist eine Geschichte, die die Armenier wieder einschreibt in die Region, die zeigt, wie Armenier gelebt haben, dass sie da gewesen sind. Ich kehre aber wieder zurück zur englischen Seite. Man kann nun also auf verschiedene Art und Weise sich auf dieser Seite dem armenischen Alltagsleben im Osmanischen Reich annähern. Man kann nach einer bestimmten Region suchen. Dann geht man hier auf diese Karte und man sucht sich die Region aus. Ich schaue jetzt mal auf diese Region, Kharpert. Und dann sehen wir hier Harput, Kharpert, Mamuretul Aziz oder Mezire, also die verschiedenen alternativen Namen. Und wir sehen, dass die Karte in jeweils größerem Detail dann aufgeht. Ja? Wir haben, das ist die Gliederung, orientiert sich an der osmanischen Provinzeinteilung der Zeit, also am Vorabend des Völkermordes, um die Jahrhundertwende. Und dann haben sie also die Provinzen, die Vilayets, die jeweils eingeteilt sind in Sanjaks, also Unterprovinzen. Und das sind hier, für Kharpert sind das mehrere. Es gibt hier das Sanjak von Malatya, es gibt das Sanjak von Kharpert selber, Mamuretul Aziz, und es gibt Sanjak Dersim. Jetzt kann man sich hier weiterklicken, indem man dann auf die dann nochmal auf die Karte klickt und da geht eine noch ausführlichere Karte, eine noch detailliertere Karte auf. Und das ist ein Teil der Arbeit von Muşamadyan, dass wir nämlich diese ganzen Ortschaften, die ja ausgelöscht worden sind, deren Namen geändert wurden, dass wir die alle wieder lokalisieren und wieder hineinschreiben in die Karte. Ja? Und jeweils mit ihren damaligen armenischen Namen und ihren heutigen veränderten, türkisierten Namen. Also zum Beispiel das Dorf Perçanj, was heute Akçakıraz heißt. Oder Hore, ein großes, wichtiges Dorf in der Umgebung von Kharpert, was heute Yurtbaşı heißt. Ja. Hier ist eine Besonderheit. Es ist ein großer Staudamm gebaut worden und viele auch wichtige Dörfer sind dann eben geflutet worden und die sind hier eingezeichnet. Man kann also, wenn man dann auf einer bestimmten, in einer bestimmten Lokalität angekommen ist, kann man, je nachdem, für welche Region man sich interessiert, kann man dann schauen. Ich gehe jetzt mal hier auf, und Kasa ist dann die noch mal kleinere Verwaltungseinheit. Und dann kann man also hier anfangen, thematisch zu suchen. Man kann sich die lokalen Besonderheiten, und dann findet man jeweils, zum Beispiel könnte man dann hier einen Artikel finden, Texte finden und Fotos finden, Material finden zur Bevölkerung. Ja? Und ein Teil der Materialien, also es gibt Texte, es gibt Aufsätze, die sind dann eben in drei Sprachen. Man findet vieles an Bildmaterial. Ich gehe jetzt einfach mal durch die Seite. Man findet teilweise, also natürlich in einem Artikel über die Demografie, findet man auch viel zu Statistiken aus den verschiedensten Quellen. Hier sind dann auch osmanische Quellen dabei. Wir kombinieren armenische mit osmanischen Quellen, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf den armenischen Quellen, die eben bislang noch wenig bearbeitet worden sind. Und Sie finden hier sehr, sehr viele Quellen aus armenischem Familienbesitz. Und das ist ein unfassbar reicher Fundus, um armenisches Leben wieder lebendig zu machen. Und wir sammeln systematisch Familiennachlässe. Und hier gibt es eine Sektion ODA oder Open Digital Archive. Und da finden Sie Familiengeschichten. Hier zum Beispiel. Also je nachdem, wo die Familien heute leben, ne? Von woher wir diesen Nachlass dann bekommen haben. Wir sammeln diese Nachlässe, wir digitalisieren die und dann in Kooperation mit den Familienmitgliedern sehen Sie dann, dass wir dann auch die entsprechenden Geschichten dazu schreiben. Und dadurch entsteht ein Panorama armenischer Lebenswelt in den verschiedenen Provinzen. Tausende von Namen, tausende von Ortschaften, tausende von verschiedenen Lebenswelten, die aber
ihre Anbindung haben, eben an das, was in den Familien erinnert wird, was in den Familien weitergegeben wird. Und in der Gesamtheit entsteht dann sozusagen erstens ein gesamtarmenisches Archiv, was sich aus diesen Familienarchiven speist. Und es entsteht so ein Panorama armenischer Vergangenheit auf der Mikroebene, auf der allerkleinsten Ebene des Alltagslebens. Hier haben Sie solche Familiengeschichten. Wir haben auch in der Türkei schon gesammelt, also natürlich nur in Istanbul. Und haben dann hier teilweise schon, also hier gibt es eine ganz berühmte armenische Schule, die Getronagan, also die Zentralschule, wo wir dann auch, also teilweise findet man dann auch Gegenstände, nicht nur Dokumente, sondern auch Gegenstände, die in den Familien oder an den Orten weitergegeben wurden von vor dem Völkermord. Oftmals Alltagsgegenstände, ja. Oftmals natürlich auch, also aus dem Besitz armenischer Familien, aber hier sehen Sie die osmanischen, also mit arabischen Buchstaben die Schriften, und zwar ist das aus osmanischen Münzen hergestellt. Da sieht man also die Inschrift Konstantinopel, geprägt in Konstantinopel, also auf Osmanisch draufgeschrieben. Solche Sachen. Aber Sie können sich auch, also Sie können natürlich hier durch die verschiedenen Regionen, wenn sich jemand hier für Kilikien interessiert, dann hätte man hier eben Aleppo, Marasch, ne, und würde dann zum Beispiel auf diese Region Marasch gehen. Und dann haben Sie eben thematisch zum Beispiel Wirtschaft, zum Beispiel, sage ich mal, Handwerk oder Handel. Und dann eben hier die Artikel dazu und mit dem reichen Bildmaterial. Und dann sieht man eben, wer hat welches Handwerk ausgeübt. Auch die Familiengeschichten, die eigentlich von den Geschichte auch greifbar machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich gehe jetzt mal raus aus Marasch und gebe Ihnen ein Beispiel aus der Region Kharperz. So. Und da finden Sie dann diese Familie Parigian, das nehme ich mir jetzt mal als ein Beispiel raus, die, also mehrere Brüder, die dann versucht haben, also Fabriken aufzubauen, von denen dann ein Bruder nach Amerika gegangen ist, mit neuen Maschinen zurückkam, also dass diese Fabriken weiter ausgeweitet hat, ja, die von einzelnen Handwerken dann also wirklich große Fabrikationen aufgebaut haben, die dann angefangen haben, sich unverzichtbar zu machen für die lokalen osmanischen Behörden, weil sie also wichtige Geräte geliefert haben, teilweise Waffen geliefert haben, teilweise die osmanische Armee versorgt haben, gleichzeitig von den osmanischen Behörden mit Misstrauen begutachtet wurden, und dann also die Fabriken mal zwischenzeitlich geschlossen wurden. Dann wanderte ein Bruder aus, dann sagte der andere Bruder vielleicht irgendwie, komm doch nach. Die Eltern sind aber da geblieben. Dann sieht man, also oftmals haben wir dann, dass da Briefwechsel erhalten sind noch, aus denen wir diese ganzen Detailinformationen dann auch gewinnen können. Und wo man dann auch sieht, also jenseits dieser groben und großen Linien, wo man dann sehen kann, was eigentlich Geschichte ausmacht, was gelebte Geschichte ausmacht. Ja? Es gibt auch solche Kategorien, wo wir einzelne Quellen komplett online stellen und erschließen, wo wir zum Beispiel solche Memoiren erben, ja, die wir dann teilweise also in Übersetzung geben und teilweise aber auch schade, dass jetzt das Bild nicht aufgeht, teilweise dann eben hier auch in der Faksimile, sodass jemand, der Armenisch selber lesen kann, dann eben auch das armenische Original lesen kann. Und das sind dann Memoiren oder Briefwechsel, also die Quellen, die besonders reichhaltig sind und die sich lohnen, komplett so publiziert zu werden, die finden Sie dann auch auf unserer Seite. Ja? So, und das sind dann mal so einzelne Ausschnitte, ne, um einen Eindruck zu geben. Es gibt auch, man kann auch, wenn man sich jetzt nicht für eine einzelne Region interessiert, sondern für bestimmte thematische Aspekte. Also ich mache hier zum Beispiel jetzt mal Musik an. Dann findet man sozusagen alle Artikel, die sich mit Musik oder alle Seiten, die sich mit Musik beschäftigen, für die verschiedenen,
für die verschiedenen Regionen. Ja? Also zum Beispiel hier aus Ikranagers, aus Diyarbakir und dann so alte Tonaufnahmen. Teilweise entweder von Leuten, die die Tradition fortgeführt haben in den jeweiligen lokalen Dialekten, in anderen Fällen tatsächlich auch sehr alte Aufnahmen von Beginn des 20. Jahrhunderts. Also zum Beispiel hier eine Aufnahme. Jetzt würde ich einmal noch kurz probieren, ob wir vielleicht auch eine Musikaufnahme hören können. Hören Sie? Nein? Gut, also dann kann ich den Sound nicht teilen, aber man kann sich hier dann auch diese Tondokumente anhören. Ja, es gibt hier eine Einführung noch, wo man sich ein bisschen genauer informieren kann, wie man diese Seiten benutzen kann, mit einer sozusagen Gebrauchsanleitung für Hushamadyan. Warum ich Ihnen diese Seite so ausführlich vorgestellt habe, hat genau zu tun mit dem Thema Identität. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Geschichtsschreibung im Großformat, die Armenier als Nation in den Blick nimmt. Wir haben also diese armenische Nationalgeschichtsschreibung, die dann so ganz pauschal eigentlich ihre Aussagen trifft. Was Hushamadyan macht, ist die gelebte Geschichte von Einzelpersonen, von kleinen Regionen in ihrer gesamten Vielfalt, in ihrer gesamten Bandbreite, hier wieder erlebbar zu machen. Und natürlich es ist noch nicht zu allen Regionen gleichermaßen viel Material, sondern die Seite wächst beharrlich. Aber man kann sich eben, hier wird Geschichte erlebbar, hier wird es nachvollziehbar, hier kann man sich auf eine Zeitreise begeben und kann eigentlich sich überlegen, was hätte ich gemacht? Oder man kann erleben, wie die Leute versuchen, sich zu entscheiden, wie sie versuchen, ihr Leben aufzubauen, welchen Hindernissen sie dann begegnen, in welchem Verhältnis sie stehen zu ihren Nachbarn. Ja, all das, was sozusagen wirklich diese armenische Lebenswelt im Osmanischen Reich ausgemacht hat und was dann 1915 mit einem Schlag beendet wurde, das ist hier sozusagen, wird hier wieder zum Leben erweckt, sage ich jetzt mal. Es gibt eben auch, es gibt hier solche Sektionen auch, zum Beispiel hier gibt es eine, wo man die Musik, die auf Hushamadyan publiziert ist, dann wie in so einem Podcast mal in längeren Passagen, in längeren Playlists einfach sich anhören kann. Ne? Eine andere Möglichkeit ist, es gibt teilweise auch, also hier finden Sie so immer so ausgewählte neuere Artikel und es gibt auch einige Podcasts und Videos zu ausgewählten Themen. Ja? Mal zu zum Beispiel Dialekt oder zu traditionellen Gerichten. Also hier ist ein Video, was den Dialekt betrifft. Also hier auch armenische Sprache. Wir werden auch noch dazu kommen, uns mit Dialekten zu beschäftigen. Das haben wir aber noch sehr wenig gemacht. Oder so kleine Animationen zu einzelnen Bildern. Also hätten Sie hier, gibt es dann auch, oder eben im Video, anstatt im Text, anstatt nur den Aufsatz zu schreiben, gibt es dann zu manchen Themen eben auch Videos. Es gibt auch historische Aufnahmen, also hier zum Beispiel eine Aufnahme von 1950, eine Familienaufnahme, wo man sozusagen, wo die noch die Leute, die schon längst in Amerika leben, die überleben dann aber noch ihre traditionellen, aus ihrer Region, Herkunftsregion, traditionellen Tänze tanzen zum Beispiel. Also so kann man stöbern und kann eigentlich sozusagen hier diese verlorene Lebenswelt der Armenier im Osmanischen Reich wieder sozusagen erleben. Und das führt hin zu meinen abschließenden Bemerkungen nochmal, um den Brückenschlag zu machen zu Identität. Also für viele Armenier ist natürlich klar, wir schauen auch aus der Diaspora, wir schauen nach Armenien. Wir haben aber auch, jeder hat irgendwie so die Bruchstücke, die Versatzstücke, was die eigene Familie ausmacht. Und
Hoshamadyan wird eine Orientierung geben, natürlich irgendwie, wo man einfach die Informationen findet, wo man Material findet, wo man vielleicht auch selber beisteuern kann, wenn man noch Familienfotos hat, ja, also aus der Zeit vor dem Völkermord. Also es sind verschiedene Ebenen von Geschichte. Und man wird sich seine eigene Identität, die setzt sich eben zusammen für die Westarmenier aus dem, was das Erbe ist der Völkermordüberlebenden dieser ersten Generation. Was sie weitervererbt haben bis zu den Enkeln, auch möglicherweise bis zu den Urenkeln und den danach folgenden Generationen. Es setzt sich zusammen aus der Migrationserfahrung dieser ersten Generation. Es macht eben einen Unterschied, ob sich die Überlebenden nach Jerewan geflüchtet haben, ob sie nach Amerika gegangen sind, ob sie nach Jerusalem gekommen sind, ob sie nach Bagdad gekommen sind, ja, und dann vielleicht von dort aus in der nächsten Generation wieder flüchten mussten, wieder heimatlos geworden sind, wieder von Null anfangen mussten. Es macht einen Unterschied, ob man in seiner Familie noch Armenisch gesprochen hat oder ob die erste Generation bereits die Sprache verloren hat. Es macht einen Unterschied, ob man ganz viel erzählt bekommen hat oder eigentlich vor so einem leeren schwarzen Loch steht und gar nichts mitbekommen hat. Es macht einen Unterschied, dann die Identität wird unglaublich vielschichtig. Zum Beispiel für eine Armenierin oder einen Armenier. Angenommen, die Großeltern kamen aus Diyarbakir, die haben sich dann geflüchtet, haben sich dann geflüchtet vielleicht nach Syrien, mussten dann aus Syrien fliehen und kamen nach, ich weiß nicht, Deutschland. Und die Kinder sind dann schon in Deutschland geboren. Oder wenn jemand aus Kilikien kam, zum Beispiel aus Adana, nach Beirut gegangen ist, im libanesischen Bürgerkrieg flüchten musste und vielleicht nochmal zurückgekehrt ist und dann vielleicht irgendwie und die nächste Generation, jede Generation eine eigene Fluchterfahrung mitbringt, die jüngere Generation vielleicht aus der Suche und aus diesen verschiedenen Herkünften, Herkunft der Großeltern, Herkunft der Eltern, Herkunft, eigene Herkunft, eigene Kindheitserinnerungen, die auch wieder abgebrochen sind und sich da irgendwie was zusammenzusuchen. Und jeder natürlich auch, es macht einen Unterschied, ob man eine Frau oder ein Mann ist, was man sucht, ne, in der armenischen Lebenswelt und wie viel man damit anfangen kann. Ja, also Identität setzt sich aus all dem zusammen. Ich glaube, dass es unsere Herausforderung ist, einen Raum zu eröffnen für die Vielfalt möglicher armenischer Identitäten. Manchmal werden in armenischen Gemeinden sehr unerbittliche Diskussionen darüber geführt, wer Armenier ist und wer nicht. Dabei ist es gerade das Bedürfnis vieler, gerade jüngerer Armenier, die so sehr zerrissene Identitäten haben, die sich ihre Identität so sehr zusammenstückeln müssen und die auf jeder Fluchtetappe in jeder Generation vielleicht auch Stücke verloren haben, Stücke auch dazugetan haben, vielleicht auch ihre Sprache, das auf ihre Sprache abgefärbt hat. Möchte man dann wirklich, wenn man gerade seinen Heimatdialekt spricht oder wenn man vielleicht auch mal nicht ganz vollkommen Armenisch spricht, wenn man nicht das Privileg hatte, eine armenische Schule zu besuchen und seinen Abschluss zu machen und dann vielleicht auch ein bisschen irgendwie in einfacher Sprache spricht, wenn man dann vielleicht noch das eine oder andere türkische Wort da reingemischt hat, wenn man irgendwie ein Verb falsch konjugiert hat, möchte man dann wirklich jedes Mal berichtigt werden oder möchte man dann einfach sich wohlfühlen in einer Gesellschaft und gesagt bekommen, ja, natürlich gehörst du auch dazu. Möchte man bitte mit seiner Musik ernst genommen werden, auch wenn das dialektale Lieder sind? Möchte man vielleicht mit dem, was man als Fragmente von seinen Großeltern und Eltern geerbt hat, möchte man damit einfach sich heimisch fühlen, zu Hause fühlen? Möchte man das irgendwo angebunden sehen? Manchmal findet man Gleichgesinnte auf einer virtuellen Plattform. Auch dafür ist Hoshamadyan mit dieser modernen, also mit dieser sozusagen auf der einen Seite die Verbindung zu einem Leben, was für über 100 Jahre mal gewesen ist, auf der anderen Seite als Vermittlungsplattform eben das Internet, ja, also ein Medium unserer Zeit, ja, kann das aber durchaus verbinden. Ja, und man möchte mal fast sagen, dass genau diese, also das Telefon, das Internet, Foren wie oder auch Instrumente wie WhatsApp oder wie Zoom, das ist ja geradezu geschaffen für die Armenier, für die armenische Diaspora, weil sie uns über räumliche Distanzen hinweg zusammenführen kann und dadurch natürlich auch Identitäten, Zusammenschlüsse, Begegnungen ermöglichen kann. Also Hoshamadyan letzten Endes und von meiner Seite als Historikerin, die diese Vielfalt sieht, die diese Uneindeutigkeit sieht, wäre es natürlich ein Plädoyer, armenische Identität als Vielfalt zu denken und nicht als Homogenisierung. Homogenisierung ist das, was Nationalstaaten machen. Homogenisierung ist das, was
dem Armenier im Osmanischen Reich zu Opfer gefallen sind. Armenische Identität ist anders. Armenische Identität ist plural. Armenische Identität ist vielsprachig, ist vielschichtig, ist vielgestaltig. Im Osten oder im Westen. Und ein Teil armenischer Identität war es auch immer in vorgenozidaler Zeit und in der heutigen Zeit über die gesamten Unterschiede hinweg doch irgendwie immer zusammenzufinden. Und das ist vielleicht nach all dem, ich meine, ein sehr großer Teil des Vortrags heute bestand aus dem Referat von Gewalterfahrungen Armenier, aber ich möchte doch, und auch von Hoffnungslosigkeit oder von Enttäuschungen, von im Stich gelassen sein. Aber es gibt auch etwas, das Hoffnung macht unter den Armeniern, nämlich eine Tradition des Überlebens, eine Tradition, ständig neu anzufangen, neue Sachen zu erfinden, neuen Mut zu schöpfen, neue Dinge wieder zu verwirklichen, zusammenzufinden über die ganzen Hürden und Hindernisse und Distanzen hinweg, sich eben doch zusammenzuschließen und eine Tradition, am Ende des Tages doch auch immer solidarisch zu sein. Und das ist, finde ich, vielleicht auch etwas, was Armenier jetzt erfahren haben, in dieser sehr bitteren Erfahrung des letzten 44-tägigen Krieges, wie auch vorher schon in der Zeit nach 1988, als es das verheerende Erdbeben im heutigen Nordarmenien gegeben hat, wo Armenier von überall auf der Welt eben doch auch wieder zusammengekommen sind, wo sie sich auch wieder eigentlich zusammengefunden haben, wo sie nochmal neu reflektiert haben, was macht eigentlich armenische Identität für sie aus, wo sie dann auf der einen Seite zum Beispiel sich in der Erdbebenhilfe oder jetzt in der Hilfe für die notleidenden Armenier jetzt nach dem Krieg engagiert haben, wo sie aber vielleicht gleichzeitig auch darüber reflektiert haben, was bedeutet das für mich, wie möchte ich mein Leben leben als Armenierin, als Armenier, zum Beispiel in Deutschland, mit Verwandten in den USA, in Iran, in Armenien, in Gott weiß wo. Und was heißt das eigentlich alles für mich und wie möchte ich das teilen und wie möchte ich das? Es gibt den einen oder anderen, der vielleicht jetzt angefangen hat, angesichts der letzten Ereignisse vielleicht doch nochmal Armenisch zu lernen oder vielleicht doch nochmal so eine Seite zu lesen oder andere Bücher zu lesen oder Familienangehörige zu befragen. All das ist ja eben auch Teil dieser sehr fluiden und trotzdem irgendwie auch stabilen armenischen Identität. Damit würde ich schließen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld auch und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Gedanke dabei irgendwie anschlussfähig ist. Für jeden vielleicht was anderes. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese aufschlussreiche Darstellung, aber auch für diese akribische Arbeit, die Sie geleistet haben, Frau Dr. Hartmann, ich sage mal lieber Elke, weil es ist rührend und wenn es hart auf hart kommt, dann besinnt man sich wieder zurück auf ihre Identität, auf die Wurzeln, wo man abstammt und versucht auch diesen hehlen, guten Fleck wieder zurückzugreifen, wo man angefangen hat. Es sind bestimmt Fragen entstanden bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber bevor wir auf Sie zugehen, möchte ich das Wort an Frau Dr. Goksch vom Amt für Kunst und Kultur in Lichtenberg erteilen, da Frau Dr. Goksch auch die Person ist, die eigentlich diese Begegnung in vielerlei Hinsicht ermöglicht hatte. Frau Dr. Goksch, bitte Ihre Eindrücke teilen, was zu diesem Thema betrifft, und aber auch ein paar gute Worte zu unseren deutsch-armenischen Kulturtage insgesamt. Sehr gerne. Ja, verehrte Frau Professorin, lieber Herr Minasyan, ich bedanke mich bei Ihnen beiden sehr, sehr herzlich, dass ich teilhaben durfte an diesem so spannenden und so aufschlussreichen und für mich, die ja nun nicht mit armenischer Kultur sozusagen groß geworden ist, doch sehr, sehr interessanten Vortrag und dass ich an diesem Abend überhaupt teilhaben konnte und dass er so gelungen stattfinden konnte. Und das ist natürlich Ihnen, Herr Minasyan, wie wir ja lange miteinander von Jahr für Jahr um diese Kulturtage
ringen. Ihnen sozusagen großer Dank ausgesprochen, dass Sie das möglich machen und dass Sie auch jedes Jahr ein neues, interessantes Programm finden. Und ich finde, in diesem Jahr, in dem wir nun durch die Krise nicht wussten, was können wir tun, haben Sie doch gerade mit diesem Vortrag, und da gebe ich noch mal an Frau Professorin Hartmann zurück, der uns doch sehr viel Einblick geben konnte in die armenische Kultur und auch in dieses große Wissen, was Sie sich angeeignet haben und was Sie auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen mit dieser ganz großartigen modernen Homepage, dass Sie das ermöglicht haben. Dafür danke ich sehr und das finde ich großartig. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren wieder viele neue Ideen miteinander entwickeln können. Und ich denke, wenn Frau Professorin Hartmann nach Berlin kommt, so wie ich vorhin so am Rande mithörte, dann wird sie eventuell doch da auch die eine oder andere interessante Linie noch mitgeben können für ein weiteres Jahr, wo wir dann gemeinsam noch mal was auf die Beine stellen können. Und insofern danke ich sehr, freue mich, dass ich dabei sein durfte und habe das sehr genossen und bin ganz optimistisch für die kommenden Jahre, dass wir da wieder, wenn die Krise vorbei ist, großartige deutsch-armenische Kulturtage in Lichtenberg veranstalten können. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ihr Wort in Gottes Ohr, dass wir auch unsere Kulturtage in kommenden Jahren fortsetzen dürfen. Und ich hoffe, dass diese Pandemiezeit endlich mal weg ist, damit wir auch live einander erleben können und diese ganze tolle Veranstaltungen auch live zu sehen bekommen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Goksch, aber jetzt auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls jemand Fragen hat und Fragen stellen wollte, dann hat man hier Möglichkeit direkt oder kann man auch im Chat schreiben. Bitte. Am besten einfach die Hand heben, und zwar die virtuelle Hand. Ja? Ich sehe hier schon eine Wortmeldung von Sepüsch. Bitte sehr. Ja, danke. Also erstmal vielen, vielen Dank für diesen sehr informativen Vortrag und danke auch für deine letzten abschließenden reflektierten Worte über die Identität. Und wie ich auch sehe, was mich auch sehr freut, jedes Mal, wenn ich auf der Uşmadyan-Seite bin, wächst sie enorm, sie verändert sich immer mehr. Ja, das ist schön zu sehen, dass da aktiv mitgearbeitet wird. Und ich hätte zwei Fragen. Eine betrifft euren Archivalien oder digitalisierten Exponate. Wo werden sie aufbewahrt? Wie werden sie denn werden sie auch uns zugänglich gemacht, wenn jemand damit arbeiten will? Oder sind das nur Sachen, die euch geschickt werden und die tut sie auf die Webseite? Also danke für die Frage. Es ist so, dass wir, also wir sind ein, also ich sage mal fast ausschließlich ein virtuelles Projekt. Wir haben kein Archiv oder Museum oder so. Also wir haben diese Räumlichkeiten nicht, diese materiellen Räumlichkeiten nicht. Und es ist also sozusagen nicht nur eine Defiziterscheinung, dass wir die Räume nicht haben und die Mittel nicht haben, um sozusagen wirklich Archivalien wirklich zu archivieren, sondern das ist auch der Situation in den armenischen Familien geschuldet. Die meisten Familien, die solche Dinge noch haben, also sowas wie Familienfotos, Briefe, auch Gegenstände, manchmal Kleidungsstücke, manchmal Alltagsgegenstände oder so, die heben das auf. Das sind fast wie, also die sind Heiligtümer, das sind wie Reliquien, die man aufhebt, die Familie von Generation zu Generation weitergibt. Die möchten die nicht abgeben, sondern die wollen die behalten. Wir gehen hin in die Gemeinden und machen vorher irgendwie vielleicht eine Ankündigung. Wir schalten eine Anzeige in armenischen Medien, wenn es solche Medien gibt in den großen armenischen Kolonien. Oder wir machen dann eine Projektpräsentation, also zum Beispiel sowas wie heute, ja, mehr noch auf das Projekt selber bezogen, ohne den geschichtlichen Vorlauf, den ich heute noch mit drin hatte, also einfach nur das Projekt vorstellen, in einem armenischen Kulturverein oder so. Und dann mit dem Vorlauf dann zu sagen, gut, Uşmadyan-Team sitzt 3 Tage lang in der armenischen Schule XY. Wer Familienfotos hat, Briefe hat, Tagebücher hat und so weiter und so fort, bitte mitbringen und bitte die Familiengeschichte auch.
dazu erzählen. Und dann sitzen wir da mit unseren Mitarbeitern und schreiben uns die Finger wund und fotografieren das alles und scannen das alles, um dann den Familien sofort wieder zurückzugeben. Und natürlich, die Objekte alleine sind ja tot. Ja? Die werden erst dann lebendig, wenn die Familien ihre Geschichten dazu erzählen. Wenn wir erfahren, wie ist dieser Gegenstand bis dahin gekommen, wo er heute ist. Was ist die Geschichte? Was ist das Erbe dieser Familie? Was ist das Vermächtnis dieser Familie? Wie sind die Fluchtwege? Wie sind die Überlebenswege gewesen? Ja? Und das erfahren wir von den Familien. Und dann geben wir die Gegenstände wieder zurück. Also wir sind vor Ort, nehmen das alles auf. Und natürlich, Hushamadyan, unsere Politik bei Hushamadyan ist Open Access. Wir wollen, dass alle Materialien, die wir haben, für jeden zugänglich sind. Und deswegen stellen wir sie alle auf unsere Webseite. Und deswegen publizieren wir auch die Quellen, also zum Beispiel diese Tagebücher in dieser Sektion Voices, die ich gezeigt habe, wo dann jeder damit arbeiten kann. Da ist die Quelle komplett eingestellt. Wir lesen das, wir analysieren das, wir schreiben unsere Artikel darüber als professionelle Historiker. Aber jeder kann die Quelle lesen, jeder kann die Memoiren lesen, jeder kann den Briefwechsel lesen. Natürlich kommen wir manchmal nicht hinterher. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Reise gemacht haben und wir waren, ich sag mal, in Athen, und 15 Familien haben uns ihre Nachlässe gegeben. Dann kommen wir mit dem Bearbeiten überhaupt nicht hinterher. Jedes Digitalisat muss bearbeitet werden, die Geschichten müssen geschrieben werden. Und Hushamadyan ist ganz klein. Hushamadyan hat kaum finanzielle Mittel. Und dementsprechend rennen wir dann manchmal der Zeit hinterher. Aber grundsätzlich ist alles, wird dann zur Verfügung gestellt, natürlich digital. Ne? Die zweite Frage noch, ja. Die betrifft eher, also die geht Richtung Osten und wenn es den Rahmen springt, musst du nicht beantworten. Und zwar, ich habe das erste Mal von Tessa Hoffmann gehört, dass die Deportation der Iran-Armenier, die Armenier in den Iran eher eine traumatische Erfahrung war, weil in der iran-armenischen Narrative ist sie sehr positiv. Das heißt, dass Iran das Land aufbauen wollte, hat Armenier geholt. Und jetzt bist du die Zweite, die über diesen diese Erfahrung erzählt. Und wie erklärst du dir, dass die Iran-Armenier so eine positive, verquerte Narrative dadurch entwickelt haben? Die ist mir auch nirgendwo aus einer armenischen Gemeinschaft bekannt, außer bei den Iran-Armeniern. Und ich kenne es natürlich auch aus der jüdischen Gemeinschaft bezüglich des Osmanischen Reiches, diese verquerte Narrative. Wie ist das zu erklären, dass man sowas entwickelt? Also es gibt durchaus Unterschiede zwischen den osmanischen Juden und den iranischen Armeniern. Und dementsprechend werde ich mich jetzt nur auf die iranischen Armenier ein bisschen konzentrieren. Ganz so verquer ist das Narrativ nicht. Es hat was Verqueres, richtig. Aber es ist nicht nur verquer, sondern natürlich ist es so, ich habe schon gesagt, was für ein hoher Prozentsatz, also die überwältigende Mehrheit der deportierten Armenier ist überhaupt gar nicht erst angekommen in Isfahan. Sondern ein Wintermarsch, ja, durch einen zugefroren, der Fluss friert nur deswegen nicht zu, weil er so reißend ist, ja. Wenn man da den erstmal überqueren muss, man muss ihn durchschwimmen im Winter bei minus 30 Grad, da kommt man nicht auf der anderen Seite an. Wenn man dann noch zu Fuß den ganzen Marsch hinlegen muss, ja, unter widrigsten Bedingungen, ja, mit schlechter Versorgung, dann kommt man nicht am anderen Ende an. Also das heißt, natürlich ist es eine traumatische Erfahrung. Aber erstens liegt dieses Trauma 500 Jahre zurück. Das macht natürlich auch was aus. Ja? Also wir wissen, dass sich Erinnerungen, auch gerade traumatische Erinnerungen, natürlich bewahren die sich, aber die lassen natürlich in ihrer Intensität und auch in dem Traumaanteil, in dem, was Menschen zerstört, was Menschen beschädigt als Menschen, lässt es nach. Ja? Also wir sind ja auch froh darum, die Menschheit könnte überhaupt nicht existieren, wenn die 15. Generation immer noch tiefentraumatisiert wäre. Ja? Das sind Heilungsprozesse. Bei solchen ganz schlimmen Ereignissen dauern die mehrere Generationen. Aber nach irgendwann, nach der so und so vielen, so und so vielen, so und so vielen Generation, ist dann natürlich auch irgendwann mal der Schmerz vorbei. Ne? Und dann überwiegt die Möglichkeit, die angekommenen Armenier im Iran, die wurden, wie ich das auch schon gesagt habe, mit Privilegien ausgestattet. Die konnten sich dort entfalten. Die haben dort eine Kolonie aufgebaut. Und die hatten dort, haben in Frieden und Freiheit jetzt mal gelebt. Und das ist für Armenier eine Erfahrung. Ich meine, in dem, in, in,
ich sage jetzt mal wieder, in die Moderne zurückgeschaltet, im 19. Jahrhundert, war der Iran, hatte mit vielen Problemen zu kämpfen. Es war, die Armenier waren auch im Iran nicht muslimisch, in einer muslimischen Gesellschaft, aber sie waren nicht in derselben Art und Weise verfolgt und unterdrückt, wie sie das auf der osmanischen Seite erlebt haben, wie sie das auf der zarischen, unter zarischer Herrschaft erlebt haben. Sie konnten sich in der Zeit im Iran immer noch vergleichsweise frei entfalten, frei entwickeln. Und dann sieht man das natürlich, erzählt man sich das als Erfolgsgeschichte. Während das Trauma, das 500 Jahre zurückliegt, natürlich dann irgendwann in Vergessenheit gerät, ne? Oder also nicht mehr, also sozusagen, oder in den Hintergrund gedrängt wird. Ja? Insofern ist es nicht ganz verquer. Ja? Und auch also die iranischen Armenier sind natürlich in großer Zahl ausgewandert nach der Islamischen Revolution von 1979. Aber abgesehen von den Restriktionen, die dann natürlich irgendwie für die gesamte Bevölkerung gegriffen haben, ja, war also sozusagen ein Massaker an Armeniern hat es dann im Iran nicht gegeben. Es hat keine, also keinen lang anhaltenden Bürgerkrieg gegeben, unter dem, wo armenische Existenzen zuhauf zerstört worden wären oder so, wo man dann kein, also so wie es jetzt zum Beispiel seit 10 Jahren in Syrien ist, so wie es 16 Jahre lang im Libanon angedauert hat. Ja? Also und dementsprechend können, und die iranischen Armenier hatten dann ihre Kirchen und ihre Schulen und so weiter. Insofern haben die schon auch Veranlassung, sich ihre Geschichte als Erfolgsgeschichte zu erzählen. Und gerade die iranisch-armenische Kolonie in Julfa hat in der frühen Neuzeit eine beispiellose Blütezeit erlebt, mit als Fernhandelsknotenpunkt, ja, im Seidenhandel bis nach, also auf der einen Seite bis nach Europa, auf der anderen Seite bis nach Indien und nach Südostasien oder so, was die Leute auch reich gemacht hat. Wenn man jetzt nach Nordjura kommt, nach Neujufa, dann sieht man auch die Prachtentfaltung in den Bauten dort, also die kulturelle Entfaltung. Natürlich ist das auch eine Erfolgsgeschichte. Ich würde mal weitergehen zur nächsten Wortmeldung. Archie Galenz hatte sich gemeldet. Mikro. Ja, danke. Liebe Elke, vielen herzlichen Dank. Also ich habe wieder sehr viel, sehr wichtige Sachen gelernt und auch viele Notizen gemacht. Und ich bin ja auch als einer, der Hushamadian-Mitglied ist, werde nicht die Arbeit loben. Ich finde, das ist sehr wichtig auch, dass man wirklich auch auf Türkei die Mühe macht, auf Türkisch die Mühe macht, das Material zu präsentieren. Und ich wollte jetzt meine Frage in der Richtung ein bisschen bringen, weil jetzt während, nicht so viel während des Krieges, 24-tägigen Krieges, sondern nachher gab auf einmal ein sehr intensives Austausch oder Versuch, Auszutausch zu machen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Oft ist das Russisch da, die Sprache, die verbindet. Unter anderem sind auch zum Beispiel, es gibt wirklich auch Leute, die in Vereinigten Staaten Kanäle haben und offen Anti-Regierung sind und versuchen aus der Richtung irgendwie zu vermitteln und versuchen Dialog zu machen. Und was interessant war, das ist einerseits, man hat gesehen, dass die Seite von unseren, die Position unseren, also ich meine jetzt armenischen Nachbarn vertritt, hat schon total feste Begriffe. Also Leute sind, die in Diskussionen reinkommen, wirklich super vorbereitet. Die haben wirklich Narrative und Diskurse und schon richtig fertige Sachen. Und andererseits, man sieht auch, wie die Geschichte eigentlich wie behandelt wird, dass man Sachen erzählt bekommen, die auch einem um den eigenen Identität um 180 Grad umdrehen. So zum Beispiel, dass Armenier sind ein Nomadenvolk, die von Persern und Russen irgendwie aus Indien eingeladen, da eingesiedelt sind und alles mögliche. Jetzt meine Frage jetzt konkret. Also ihr habt, also der Hushamadian ist schon auch ein Projekt, der ziemlich lange existiert und auch es gibt auch diese Informationen auf Türkisch. Habt ihr dann auf der Seite der türkischen Intellektuellen oder vielleicht auch den Historikern, die mit der Regierung oder mit den, sagen wir, mit nationalistischen Sachen
mit sozialistischen Denkweisen verbunden sind, konfrontiert geworden? Hat man euch irgendwie versucht zu kontaktieren und zu zeigen, dass ihr Arbeit ist eine Art Propaganda ist? Also das würde mich sehr interessieren aus diesem Blickwinkel. Wie wird eure Arbeit dann praktisch als wirklich wissenschaftliche, nicht angreifbare Arbeit wahrgenommen? Also ich freue mich sehr über diese Frage, weil mir das die Gelegenheit gibt, über die Rezeption von Husha Madian auch noch ein paar Sachen zu sagen. Die größere Hälfte unserer Leserschaft auf der Webseite, die sozusagen jeden Tag auf die Webseite gehen und auf den Seiten verweilen und die Texte lesen, kommt aus der Türkei heute. Die Mehrheit. Ich sag mal, die gute Hälfte. So, das ist, also das reflektiert, und das sind nicht Leute, die die Arbeit von Husha Madian schrecklich finden, sondern das sind die Leute, die dankbar sind für die Arbeit von Husha Madian. Wir kriegen die Zuschriften, wir kriegen die E-Mails auf Türkisch von Türken, von Kurden, die sagen, ja, ich lese Husha Madian, ich lese diese Seite in unserer Region, da haben die Armenier auch gelebt, hier steht eine armenische Ruine, manche schicken uns Fotos, manche schreiben uns und sagen, wie können wir kooperieren, wir würden gerne irgendwie einen Beitrag leisten zu Husha Madian. Also auch von Intellektuellen, auch von Wissenschaftlern, auch von teilweise jetzt von den geflüchteten Wissenschaftlern, die uns kontaktieren und die sagen, das ist sehr interessant, wir würden gerne irgendwie Teil davon sein. Ja? Es gibt ein Bedürfnis, ne? So irgendwie Teil davon zu sein. Mit manchen Leuten arbeiten wir dann auch zusammen, die sind uns durchaus hilfreich. Also ich habe schon erzählt, dass die Armenier im Osmanischen Reich ja viel auch kurdischsprachig waren, türkischsprachig waren, entsprechend war dann auch die Musik, ja, dann singen die Lieder in kurdischen und türkischen lokalen Dialekten. Also da braucht man natürlich Leute irgendwie, wenn wir dann jemanden finden aus der Region, der uns das einfach mal abhören kann und transkribieren kann und übersetzen kann. Sowas haben wir, also ne, solche Kooperationen auch. Ne? Und wir bekommen viele Zuschriften, die auch, wenn ich jetzt vor der Pandemie, vor der Corona-Pandemie, als ich Vorträge in Präsenz halten konnte, da sind dann oftmals Leute dabei, die bedanken sich sehr emotional. Und also die eben aus der Türkei kommen, ne? Kurdische oder türkische Abstammung oder was auch immer. Ja? Also aber jedenfalls nicht armenische oder vielleicht mit einer armenischen Großeltern oder Urgroßeltern oder so. Ja? Also jedenfalls aus der Türkei kommt oder so. Und die bedanken sich sehr, sehr emotional. Wir bekommen die entsprechenden Briefe, wir bekommen manchmal Spenden von Leuten, ja, die sagen, wir möchten gerne wir möchten irgendwie mitmachen, wir möchten da gerne spenden. Manche machen das anonym, die möchten dann ihren Namen nicht genannt werden und sagen, wir möchten nicht, dass unser Name irgendwo publiziert wird, aber wir möchten, dass das passiert, ja, und dass das auch in unserem Namen passiert. Und das Erstaunliche ist, man könnte jetzt oder vielleicht ist das nicht so erstaunlich, man könnte annehmen, dass wir genauso viel auch Hassmails bekommen würden. Wir haben bis jetzt vielleicht 2 oder 3 Hassmails bekommen in der gesamten 10-jährigen Geschichte von Husha Madian. Und dem gegenüber stehen die vielen, vielen Zuschriften und vielen, vielen irgendwie, die von Dankbarkeit, von Interesse, von Anteilnahme, von manche Leute schreiben einfach, ich lese die Seiten von Husha Madian, ich möchte mich entschuldigen, ich persönlich, für alles, was passiert ist. Ja, also wir bekommen solche Zuschriften. Und die anderen, die wissen wahrscheinlich, dass es Husha Madian gibt, aber die verwenden nicht ihre Energie darauf, um sich mit uns auseinanderzusetzen. Und dementsprechend kann ich dazu tatsächlich nichts sagen. Es ist für mich ein, muss ich ehrlich sagen, auch als Wissenschaftlerin eine ganz wunderbare Erfahrung, diese Art von Rückmeldung zu bekommen und zu sehen, ja, es gibt den offiziellen Diskurs, den nehme ich natürlich zur Kenntnis. Ja. Aber wir werden offensichtlich nicht von niemandem als ein Projekt verstanden, was irgendjemandem gegenüber feindselig eingestellt ist. Und das ist auch, also das ist für uns in Husha Madian, und du weißt das ja auch gut genug, Archie, dass es für uns wichtig ist, ja, eigentlich nichts an dem, natürlich, wir wollen erinnern, wir wollen an eine Lebenswelt erinnern, die in dieser Form nicht mehr existiert. Dazu gehört, dass man sich an ein schmerzhaftes Kapitel armenischer Geschichte erinnert. Ja. Natürlich, Husha Madians
Hushamadians Gegenstand ist die armenische Lebenswelt im Osmanischen Reich vor 1915. Und trotzdem schwebt natürlich diese Vernichtung von 1915, die schwebt über alledem. Aber die Art und Weise, wie wir erinnern, ist keine feindselige, ist nicht getragen von Feindschaft, sondern ist eine ausgestreckte Hand. Ja? Indem wir erinnern an eine gemeinsame Lebenswelt und indem wir das tun, auf die Art und Weise, wie wir das tun, strecken wir unsere Hand aus. Und ich glaube, das wird von allen Leuten auch genauso verstanden. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann habe ich eine kurze, ganz kleine Frage. Und zwar, das wird etwas technisch klingen, aber führen Sie Statistik, aus welchen Ländern, wie viele Resonanzen Sie bekommen? So eine zahlenmäßige. Also es gibt ja, es gibt so Tracking-Software und also sowas wie Google Analytics. Ja? Das ist nun jetzt das Beispiel, was ich gesagt habe. Google Analytics ist nicht besonders konform mit den Datenschutzbestimmungen, die ja in Deutschland strenger sind als anderswo. Dementsprechend nutzen wir das nicht. Aber wir nutzen eine andere Tracking-Software, die datenschutzkonformer ist, die uns natürlich auch weniger Daten liefert, aber die uns zumindest einen Eindruck davon gibt, wie viele Leser wir haben. Also wie viele Leute unsere Seite anklicken, wie lange sie auf den Seiten verweilen und von wo die IP-Adressen kommen. Und auf der Basis kann ich sagen, aber das wird sozusagen, das wird nicht, wir archivieren das nicht, sondern man kann immer draufgehen, man sieht man eine Momentaufnahme, aber wir speichern diese Daten nicht, ja, weil das sozusagen schon wieder nicht datenschutzkonform ist. Und wir haben auch jetzt nicht wirklich ein Interesse daran, solche Daten zu erheben oder so. Uns interessiert natürlich unsere Leserschaft. Und wir bekommen aber natürlich auch die Rückmeldung einfach über Leute, die uns E-Mails schreiben. Ja? Auf diese Art von Rückmeldungen. Aber was wir jetzt festgestellt haben, und das mag ich bei der Gelegenheit noch mal kurz erzählen, während der Corona-Pandemie hat sich, also wir haben natürlich als Menschen, als Personen haben wir genauso gelitten unter dieser Pandemie, wie wir alle leiden. Ja? Und jetzt, je länger sich das in die Länge zieht, desto mehr wird das ja auch deutlich, wie sehr Menschen eben doch soziale Wesen sind und eben nicht nur Kacheln sehen wollen, sondern auch mal persönliche Begegnungen haben und gerade die Kinder oder so, die auch mal raus müssen und in die Schule gehen wollen und ihre Freunde sehen wollen und so weiter. Aber Hushamadian hat in gewisser Weise profitiert davon, dass die Leute eingesperrt waren zu Hause und zurückgeworfen waren auf Kontakte, die sich im digitalen Raum abspielen. Und da wir ein digitales Projekt sind und die Leute, viele Leute ja eben dann auch keine Arbeit hatten in der Zeit, sondern unfreiwillig arbeitslos waren, ja, haben dann angefangen, mehr auf unsere Seite zu gehen, viel länger auf unseren Webseiten zu verweilen, viel ausführlicher zu lesen, also ne, die Artikel. Oder auch, wir haben jetzt sogar noch mehr Zuschriften bekommen von den Familien, die ihre Familienarchive mit uns teilen, weil die Leute jetzt endlich die Zeit gefunden haben, mal in den alten Kisten zu wühlen und mal die älteren Verwandtschaften zu befragen und diese Familiengeschichten mal zu rekonstruieren und uns dann zu schicken. Ja? Wo man normalerweise im alltäglichen Hamsterradlauf vielleicht gar nicht dazu kommt. Ja? Also dementsprechend Hushamadian boomt in der Pandemie. Ja? Das freut mich aber sehr, weil das ist ein einzigartiges Projekt ist an sich, das nicht das zweite dafür gibt. Noch Wortmeldungen? Welche? Michael, yes, Harz Munim, Arak, Nubar ne Kosovo. Ajo. Ne manchus Karelia hayren Khosil. Բարե եք ինչպես Կներեք, ավելի լավ է գերմաներեն, որովհետև ես սա դնելու եմ բանին և բիցերքսամտից ես ունեմ խստիվ ծուցմունք, որ ամբողջովին հասկանալի լինի նրանց։ Okay, wir haben also gerade die Sprache, um das sozusagen nochmal zu ergänzen, wir hatten kurz überlegt, ob wir vielleicht auch die Konversation auf Armenisch fortführen können, weil es eine armenische Wortmeldung gab. Und dann die Erklärung von Mikhail Minasyan, dass wir doch lieber beim Deutschen bleiben, damit das auch dann in der Öffentlichkeit verstanden werden kann, da wir ja auch nach wie vor die Aufzeichnung fortführen. Also insofern, es gab diese Wortmeldung von Nubar. Ja, hallo Elke, sei gegrüßt. Ich bin in Genf. Solltet ihr mal eine Schweizer IP-Adresse finden, das bin ich. Es gibt mehrere, nicht nur ich.
Ja, ich bin ein bisschen interessiert an Zahlen und zwar könnte man ein bisschen grob erfahren, die Zahlen, das heißt die Ressourcen, die ihr habt, sprich jetzt persönliche Ressourcen, die Menschen, die damit arbeiten, die finanziellen Ressourcen und. Wie macht ihr denn das alles? Das kostet alles Geld, nicht nur Zeit, auch Geld. Und wie ist denn, darf man was erfahren davon? Oder Ja, braucht ihr, sagen wir mal natürlich. so, erstmal sagen wir mal so, ich bin auch interessiert dafür. Seid ihr an Mitarbeit interessiert? Also braucht ihr Leute noch zusätzliche Unterstützung oder nicht solche Sachen hat? Also ich gebe noch mal, um zu antworten, gebe ich noch mal den Bildschirm frei. Ich habe hier noch mal die Hushamadian-Seite aufgerufen. Dort gibt es kleine Sekunde. Wenn ich das mal finden würde. Hushamadians Team. Auf dieser Seite Hushamadians Team kann man sehen, wir haben jetzt, also Hushamadian hat ein Mitarbeiterteam, die in der einen oder anderen Funktion zur Arbeit dieser Webseite beitragen. Und Hushamadian hat einen Trägerverein, der das ganze Projekt trägt als organisatorische Form. Ja? Teilweise überschneidet sich das. Also hier zum Beispiel, ich fungiere als Vorsitzende dieses Trägervereins und deswegen bin ich hier auch auf der Seite vertreten. Hier sehen Sie also natürlich auf Englisch mich als Vorsitzende dieses Trägervereins, die Schriftführerin und den Kassenwart des Trägervereins. Archie Galenz, der sich vorhin gerade zu Wort gemeldet hat, ist auch Mitglied und Gründungsmitglied des Vereins. Und hier kann man sehen, die Leute, die an Hushamadian in irgendeiner Funktion angebunden sind. Dann gibt es hier noch, also also Vahid Tashtian ist derjenige, der sozusagen die gesamte redaktionelle Arbeit von Hushamadian leitet. Er ist auch der einzige Angestellte, den wir haben. Also für mehr reichen die Mittel nicht. Hushamadian hat Geld für einen einzigen Angestellten, den wir bezahlen können. Mehr nicht. Wir bezahlen Silvina Dermagrtichian, die Künstlerin, die das gesamte Design für die Webseite macht. Also dieses ganze wunderschöne optische Design, was wir hier sehen, ist Silvinas Arbeit. Und dafür bekommt sie ein Honorar. Wir haben angegliedert, also assoziiert an Hushamadian, haben wir Mittel eingeworben für ein zusätzliches Forschungsprojekt. Das ist sozusagen, das ist nicht die tägliche Arbeit von Hushamadian, das ist sozusagen nur unter dem Dach von Hushamadian. Da die Mittel dafür reichen oder sind dafür bestimmt, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter für ein ganz bestimmtes Projekt halbtags, also in Zeit, Halbzeit, Teilzeit anzustellen, für eine begrenzte Zeit. Und das ist hier Dr. Joseph Rouston. Und dann gibt es teilweise auch Leute, die ehrenamtlich für Hushamadian mitarbeiten oder für ein ganz kleines Honorar Aufgaben übernehmen. Also zum Beispiel Garo Derunian betreut die sozialen, wie heißt das, sozialen Medien für Hushamadian. Und und dann gibt es Übersetzerinnen und Übersetzer. Wir haben hier verschiedene, also natürlich die Übersetzerinnen ins Türkische. Die werden auch bezahlt, die Übersetzerinnen ins Englische werden bezahlt, die ins Armenische. Manchmal haben wir Seiten, also Texte, die auf Englisch geschrieben werden, dann werden sie ins Armenische übersetzt. In der Regel entstehen die Texte auf Armenisch und werden dann übersetzt. Also, und einige der Autoren sind hier auch gelistet, aber das ist nicht so, dass die jetzt bezahlt werden, alle, sondern nur in dem Fall, wo, also wenn jemand eine andere Einkunft hat oder eine andere Stelle hat oder so, dann steuern die Leute auch teilweise die Artikel ehrenamtlich bei und verzichten auf ihr Honorar. Wenn Leute keine andere Lebensgrundlage haben und in einer schwierigen Situation sind, dann bekommen sie natürlich von uns ein Honorar dafür, auch für die Artikel. Ja. Jetzt zu der Frage, ob wir, also die finanziellen Mittel von Hushamadian sind extrem begrenzt. Ja. Also wie das bei einem spendenfinanzierten Projekt nicht anders zu erwarten ist, das finanziert sich aus privaten Spenden. Die türkischen Übersetzungen und so eine kleine Stelle, die mit Koordinationsaufgaben übernimmt, wird von der Gülbenkian-Stiftung finanziert, die jetzt ihr Engagement auch gerade noch mal für 3 Jahre verlängert haben.
Und das hat man eben auf der Webseite ganz kurz gesehen, es gibt in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es einen Verein, dessen Vereinszweck ist es, die Arbeit von Musha Madian zu unterstützen und solche Kulturveranstaltungen in den USA auch zu veranstalten. Und die sammeln auch Spenden und mit diesen Spenden helfen sie uns zum Beispiel auch die englische Übersetzung oder so zu finanzieren. Das kommt dann gar nicht, das kommt dann gar nicht an uns, das Geld, sondern die übernehmen sozusagen zum Beispiel mal die Bezahlung eines Honorars für einen Übersetzer, ja, aus den Spendenmitteln, die sie eingeworben haben. Insofern, wir haben ehrenamtliche Mitarbeit in der Form, dass die Leute, die ihre Familienarchive uns zur Verfügung stellen, dass wir mit denen korrespondieren und sie bitten, eben ihre Familiengeschichte für uns zu recherchieren und auch aufzuschreiben, dann ist das eine Kooperation oder so. Das ist eine ehrenamtliche Teilnahme. Ansonsten würde die Unterstützung von Musha Madian darin bestehen, das Projekt bekannt zu machen. Ja? Spread the news. Erzählt allem und jedem von Musha Madian. Ja? Und ansonsten, wie das immer so ist, ja? Also das A und O sind, leider muss man es so sagen, sind natürlich Spendenmittel. Ja, also wir sind dankbar um finanzielle Unterstützung. Ne? Also mehr haben wir nicht anzubieten, aber ansonsten wirklich überall erzählen, es gibt Musha Madian. Wer immer Familienfotos hat, Briefwechsel hat, Memoiren hat, irgendeinen Nachlass von armenischen Familien aus dem Osmanischen Reich vor 1915, bitte Kontakt aufnehmen mit Musha Madian. Und das ist die Unterstützung. Ne? Musha Madian bekannt machen. Vielen Dank für die Information. Auch einen ganz besonderen Dank an die wunderschöne Webseite über Hajin. Ich bin ja Nachfahre von Hajin Sis und da freue ich mich jedes Mal, wenn ich drauf gucke. Ganz toll. Weiter so. Danke sehr. Da wir jetzt vom Geld gesprochen haben, hat leider auch Frau Dr. Gokschums verlassen. Ich wollte eben diese Frage anstoßen in Ihrer Anwesenheit. Allerdings, das macht nichts. Die Aufnahme besteht, wird bestehen bleiben auf unserer Seite. Vielleicht aus den öffentlichen Mitteln könnten wir etwas machen, wenn wir das als ein Modulprojekt beziehungsweise so ein kleines Modul aus diesem großen Musha Madian-Projekt in die Kulturtage einnehmen können. Und Sie haben auch gehört, dass Frau Dr. Goksch wohlwollend ist, in dieser Richtung zusammenzuarbeiten und dieses Projekt finanzieren zu lassen. Aber das ist nur noch so ein Vorschlag, dass man durch den Kopf mal gehen lassen möchte. Nicht auf die anderen Ideen kommen, nur gut gemeint. Das ist eigentlich alles, was von mir kam. Und falls keiner sich mir ein Wort wünscht, wir sind über die Zeit, sehr weit über die Zeit. Wir sind ungefähr 2 Stunden und 20 Minuten da. Und möchte sich jemand noch zu Wort melden? Wenn nicht, dann da gibt es keine Reaktion. Also, ich sehe jetzt keine Wortmeldung mehr und dann würde ich das einfach zum Anlass nehmen, mich nochmal ganz herzlich zu bedanken, allen einen schönen Abend zu wünschen und jetzt erstmal die Aufnahme zu beenden. Und dann vielleicht zu sagen, ja, ganz herzlichen Dank für diejenigen, die hier noch durchgehalten haben. Und ja, bis zum nächsten Mal und wie gesagt, einen schönen Abend. Und an die Veranstalter Mikael Minasyan, Armenische Kulturtage Karlshorst, nochmal danke für die Einladung.